Prost, die Herren. Prost. Das ja. Leute. Wie in Leopoldstadt. Ja, genau. Thea the Awakening, das kann ich sagen. Und willkommen beim Bierdacher Podcast 274. Heute mit Gregor, Harry, Stefan und Horst. Wir schreiben den 20.09.2016, befinden uns beim Garib in der Zypresse, Westbahnstraße 35a 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Online-Marketing-Agentur vom Jörg aus Österreich. Und vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere Flatterer, unseren Patreonen und ans Klebemonster sowieso immer ganz herzliche Grüße. Bäm, anfangen. Teasern wir. Worüber reden wir heute? Worüber wollen wir heute reden? Und vor allem, wir haben einen Gast da, den Harry. Wieder mal, ja. Wieder mal. Harry, worüber wirst du uns erzählen? Ich möchte nochmal Revue passieren lassen, das Podcast-Meetup, wo wir alle waren. Oh ja. Weil sehr viel gelernt und ich habe auch gleich einiges davon umgesetzt. Liebe Grüße an den Florian Kandler, der einen wunderbaren Vortrag gehalten hat und gezeigt hat, wie man Podcasts machen kann. Also konzipieren. Ich finde jetzt, Startups interessieren mich jetzt nicht so großartig, aber die Konzeptionsphase, die Geburt eines Podcasts, super. Ja. Und ja, dann habe ich auch einen neuen Podcast zum Vorstellen. Oh yeah. Ja, ich habe auch noch einen Nachtrag zum, also einen Nachtrag zum Podcast-Meetup, weil es wurden ja verschiedene Podcasts auch dort vorgestellt in der Vorstellungsrunde und ich bin gerade so ein bisschen am Abarbeiten dieser Podcasts und einen davon, den Shock 2, möchte ich heute näher vorstellen. Und außerdem habe ich gespielt Thea, The Awakening und einen Film habe ich mir überraschenderweise auch angeschaut, nämlich Moonwalkers, ein französischer Film, obwohl kann man eigentlich nicht so sagen, aber aus dem Jahr 2015. Ich habe nichts. Du hast nichts? Ich habe nichts Neues. Okay, ich war auch beim Podcast-Treffen und ich habe eine ganze Menge. Ich war bei einem Digi-Play Days und habe dort einige Sachen gesehen, die sich mit spielerisch lernen und beschäftigen. Und ich habe ein sehr fades Buch gelesen, das war so fad, dass ich es heute dem Stefan schenken möchte. Und ich war beim Südfrei-Festival und auf einer Anti-TTIP und Zepter-Demo und sonst habe ich ein paar kleinere Sachen gemacht. Gut, start mal los. Jo. Stefan, du hast das Erzähler aus Organisatorenperspektive, das Revue. Genau, du warst doch auch bei so einem Podcast-Meetup, Stefan. Was hast denn du das gemacht? Das ist gehostet. Ich genau. Habe moderiert. Ich habe besänftigt die Leute. Naja. Na, am Freitag haben wir das gemacht. War ganz nett. Wir haben 16 oder 17 Leute gehabt. Wir haben drei Vorträge gehabt. Wir haben dann eine längere Diskussion geführt über Logging, was dann in ein nettes Networking und einen hübschen Ausklang danach. Ja, das war so ein fließender Übergang. Ja. Das wäre nett, ja. Ja, bin sehr zufrieden, wie das Ganze gelaufen ist. Und jetzt arbeiten wir ziemlich an der Webseite, bauen die gerade auf, sammeln die alten Sachen zusammen. Also dass nicht nur noch die meetups.com-Seite gibt, sondern eine eigene. Jupp, es gibt eine eigene Domain, die heißt podcasterei.at. Da gibt es auch schon eine rudimentäre Seite, aber wirklich erzähle ich erst dann davon, wenn es halbwegs fertig ist und da arbeiten wir noch dran. Ich nehme an, die ist eine statische Webseite. Selbstverständlich. Und dann hoffentlich die erste Adresse für alles mit Podcasts in Österreich. Ne? Genau. Und hoffentlich auch die einzige Adresse. Wie weit ist dein Aufruf erfolgreich gewesen, dir OPL-Dateien zu schicken? Also was die Anzahl der Dateien angeht, ist es nicht so aufregend gewesen, aber was die Anzahl der Feeds in den Dateien angeht, habe ich meine Meister im Podcast hören gefunden. Also ich bin, glaube ich, jetzt ein paar Monate mit Feedbasen beschäftigt. Also ich bin sehr glücklich, was das angeht. Vor allem danke an den Ayuwo, der hat mir
fast ein Wörterbuch da, also ein Dictionary geschenkt. Hört er das ganze Internet ab? Der hört scheinbar das ganze Internet. Also er ist ein Digital Hoarder quasi. Ja, genau. Jemand, der nichts wegschmeißt. Und das sind echt sehr schön viele verschiedene Feeds und damit kann ich hübsch meinen Parser trainieren, was ich jetzt gerade mache. Schlage hin und wieder mit dem Kopf gegen die Wand und gegen den Tisch, wenn ich dann feststehe, was die Feeds alles tun und wie ich ungeschickt programmiere dabei. Aber es macht Spaß. Wie war das Organisieren vom Podcast-Meetup? Wie viel Arbeit ist das? Was muss man da tun? Naja, das kommt darauf an, was man alles tun will. Wenn man das, Talk was halten, du zusammengebracht hast, also wie sehr hat dich das beschäftigt? Man muss einen Raum organisieren, man muss auf Meetup die Geschichte ankündigen, man muss, wenn man eine Domäne haben will, die Domäne übertragen. Das war die Hauptarbeit in der letzten Zeit. Ja, da haben wir ein bisschen gekämpft mit den Hostern, weil deutsche Hoster scheinen das nicht gewohnt zu sein, dass man dafür Auth-Codes braucht und die rücken die ersten schriftlichen Genehmigungen heraus und so weiter. Das war ein bisschen mühselig. Man muss die Leute ein bisschen erinnern, dass sie auch wirklich kommen. Man muss sie ermutigen, dass sie Talks halten. Aber da haben sie ja schon wieder Leute angekündigt für das nächste Mal. Also da hast du schon wieder welche. Aha. Jupp. Schaust du mich jetzt so an, weil du glaubst, ich hätte mich angekündigt? Nein. Achso, okay. Das aber ich habe mir gedacht, vielleicht kann man dich jetzt damit eine ganz gute Gelegenheit. Ja, genau. Ja, ich will auch. Ich will auch. Ja, ich wüsste nicht über was. Also, na, über deinen neuen Podcast. Ja, ja, aber ich meine, jetzt nur Podcast vorstellen finde ich ein bisschen... Na, nein, weil beim Florian seinem Startup-Podcast, ich meine, das war schon auch Podcast-Vorstellung, aber diese ganze Entstehungsgeschichte war einfach dermaßen umfangreich und wie gesagt, da habe ich so viel mitgenommen daraus, dass ich sage, wenn ich diesen Zugang habe, dann kann ich was erzählen. Aber ich meine, meine Entstehungsgeschichte ist jetzt nicht so aufwendig. Ich meine, ich kann halt sagen, dass ich aus vielen Podcasts gelernt habe und bei dem Podcast einfach viel mehr Aufwand getrieben habe, aber es wäre jetzt nichts mehr Neues, ne? Ja, der Vortrag über diesen Startup-Podcast war sehr gut, da war viel Fleisch dran. Also ist der auch alles? Nein, aufgezeichnet ist nichts, mehr ein Protokoll haben wir. Und dieses Protokoll wird dann veröffentlicht werden. Könnt ihr dann, weil da bin ich zu spät gekommen, könnt ihr über diesen Startup-Vortrag erzählen? Mhm. Das war der mit dem weißen Camp, der den gehalten hat, ne? Der Typ. Das Quant habe ich mir nicht gemerkt. Schaut aus wie ein Betriebswirt, ja. Das war der Namen? Florian. Florian, okay. Ja. Also es gab zwei Florians, die Vorträge halten. Der eine war der Florian Kandler und der andere war der Florian Linke. Simon. Ja, hat er auch noch im Namen. Achso, okay. Ja, der war auch interessant, der Podcast. Also das Projekt vor allem, der Podcast selber. Was war das für eine? Milestones, Startup Milestones oder Milestones Startup heißt er. Und er möchte, oder er hat zwei Folgen pro Woche. Das ist schon mal beeindruckend. Auf Englisch. Mit europäischen Gründern. Wie ist der Deppert? Wo kriegt er die alle her? Aus seinem Netzwerk. Also er selber auch schon öfters gegründet. Also er hat da die Expertise, hat jetzt offenbar die Ressourcen, das zu machen. Und was ihm mir sehr gut gefallen hat, war, dass er gesagt hat, er hat aus dem Ausland so mitgenommen eine gewisse Einstellung zum Helfen. Dass man sich einfach gegenseitig hilft. Sehr gemein, das inkludiert, dass man die in Österreich nicht hat. Ja, oder in Europa eher, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, ob es auch Österreich, aber halt in, oder. Und dass er gesagt hat, das fand ich super. Er kann jetzt mit jemandem reden, er kann jemandem Tipps geben, er kann coachen, Mentor sein, was auch immer. Aber wie kann er das skalieren? Wie kann er das größer machen? Und da war der Podcast irgendwie so die, dann wo er dann gelandet ist. Ja, das Netzwerkskalierungstool. Ja, nein, das mehr Leute erreichen und die gleiche oder eine ähnliche Mentorenleistung erbringen und noch mehr Expertise einholen als die er selber hat. Den Ansatz fand ich einfach toll. Also danke, dass er das macht. Also und wie gesagt, es gibt zwar so Startups und Gründer und ich habe da einen Podcast, den ich empfehlen kann, der sowas ähnliches ist, den habe ich ihm dann auch empfohlen, der heißt Hack the Entrepreneur. Okay. So von einem kanadischen Podcaster, der macht 3 pro Woche. Ja, also ach, der lebt doch davon, der macht auch noch ein paar andere. Also nur, dass man es mal sieht, was geht und dieser Typ, der Hack the Entrepreneur macht, der macht auch einen Podcast übers Podcast machen.
der heißt The Showrunner, kann ich nur empfehlen. Das, The Showrunner ist wiederum, also eigentlich ein Werbepodcast für einen Podcastmacherkurs. Okay. Das heißt, die Informationen in dem Podcast sind dürftig, aber trotzdem da. Also man kann sich den Podcast gratis anhören, bekommt aber halt alle 10 Minuten gesagt, bitte meldet euch beim Kurs an, bitte meldet euch für den Newsletter an, auf dieser Marketingplattform, wo wir sind und so weiter. Und sie erzählen dann halt ein bisschen Learnings aus dem Kurs und sie erzählen ein bisschen, ja, und auch wie das so ist, dass man halt durchhalten muss, dass man regelmäßig sein muss, wenn man verspricht, 3 pro Woche zu machen. Auch dieser Johnny Nestor heißt er, hat als Kanadier und der hat irgendwie so 30 aufgezeichnet, bevor er rausgegangen ist. Ja. Das war so einer der Tipps, die ich mitgenommen habe für meinen neuen Podcast. Ich starte nämlich morgen mit 4 und einer 0-Episode, also mit 5 eigentlich. Ja, okay. Also reproduzieren, bevor man veröffentlicht. Genau. Und die sind halt im Feed, die sind jetzt so veröffentlicht, jeweils immer 2 Tage rückwärts. Und ab sofort geht es dann alle 2 Wochen weiter. Also das ist der Plan. Die 2 Wochen werden gehalten und vielleicht gibt es hin und wieder eine Zwischenepisode. Aber das war eins dieser Learnings, die ich für mich von Johnny Nestor mitgenommen habe und aus diesem Werbepodcast übers Podcast machen, wo halt eben doch die Information sehr spärlich ist, aber es sind welche drin und es ist unterhaltsam. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich gestört hat. Also der Vortrag, den ich versäumt habe jetzt beim Podcast-Meetung, war sozusagen über dieses Podcast-Machen über Entrepreneurs in Europa, über Startups, genau. Auch mit, er hat es natürlich eingegrenzt, weil ich meine, das, was für Startups er macht, hat er ein bisschen genauer darüber erzählt. Und auch er hat, was auch mir gefallen hat, was ich auch mitgenommen habe, war, er hat eine Stimme gekauft. Bei so einem Künstlerportal, wo man einen Text einschicken kann und sich eine Stimme aussuchen kann mit Audiobeispielen. Ja. Und dann zahlt man halt. Der liest es dann, oder? Der liest dir das vor. Das ist nicht der computergenerierte Sprecher. Nein, das sind echte Künstler und du. Also ein Sprecher hat er sich. Ein Sprecher. Gekauft. Also da gibt es diese Datenbanken, Fiverr hat er genannt, da habe ich mich auch angeschaut. Also eine Aufnahme so $5 und dann nochmal $8 dafür, dass man es kommerziell verwenden darf zum Beispiel. Also das ist so das günstigste Paket. Dann gibt es halt noch zusätzliche Sachen für. Schnell, also dass man schnell kriegt oder mehrere Versionen oder verschiedene Dialekte, was auch immer. Oder kann man halt noch so ankreuzen, das kostet halt noch ein bisschen was, wenn man so extra Leistung hat. Ja, genau. Also ich glaube, wenn ab $13, wenn man es dann halt irgendwie selber kommerziell verwenden möchte, ist echt leistbar. Und man hat es innerhalb von 2 Tagen oder so. Und man kann halt viele Stimmen aussuchen. Und selbst wenn man ausprobieren will, sind $13 gar nicht so viel, um mal zu testen. Oder 5 eigentlich zu testen. Hat warum man nicht seine eigene Stimme genommen hat? Nein, aber wir hatten dann irgendwie so eine Diskussion. Ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, er wollte, dass es wirklich professionell klingt. Ja. Ah. Der Teaser am Anfang. Es ist also ein Einsprecher, nicht auf die einzelne Episode, sondern nur auf den Podcast. Also es ist nicht in jeder Episode eine andere Variante. Er macht, danach fängt er an mit seinem, eigenen, erzählt dann über die nächste Episode. Er erzählt gar nicht über, wer jetzt kommt, sondern wer das nächste Mal kommt. Und dann geht es weiter mit, wer jetzt kommt. Also es ist ganz spannend eigentlich. Also, und ja, der hatte generell was, weil es war irgendwie erfrischend, weil er nicht so aus der... Er hat so ein bisschen einen anderen Ansatz und es hat so nach frischen Wind geklungen. Auch so irgendwie, dass er auf irgendeine Messe gehen wollte und sich das Mikrofon gebastelt hat mit seiner eigenen Kartonage mit das ORF und so. Also das war ein guter Einstieg. Dass er Werbung macht, indem er Podcast-Interviews führt. Das war der, das, also er hat einfach so ein richtiges Business-Denken. Ja. Deswegen habe ich das vorher gar nicht abwertend gemeint, dass ich gerade schaut, das ist wie ein BWLer. Ne? Er hat es auch drauf. Ja. Und ich muss jetzt nur so lachen, weil der Bierdacher Podcast hat ja eigentlich auch den Zweck, dass er mein Business ankurbelt. Aber ich merke davon seit 5 Jahren. Das hättest du besser kommunizieren sollen vor 5 Jahren. Aber ich merke das immer öfter, dass Podcasts alleine ja selten funktionieren. Sie funktionieren immer als Teil eines Größeren. Ja, selbst ganz erfolgreiche Episoden im Vorhinein aufgenommen. Bist du? 50? 50. Okay. Sind bereits. Und weitere 50 hat er in der Queue, die schon, also zugesagte Interviewpartner. Das ist schon eine ganz andere Art des Produzierens, des Vorproduzierens. Ja. Ich meine, aber selbst große Podcaster, wie du schon gemeint hast, also der Podcast ist oft nicht so das alleinige Standbein, sondern die haben, also wie man zum Beispiel, ich glaube, Tim Hetzel vor ein paar Jahren einmal auch gemeint, dass jetzt so Podcast ist eins von 3 Standbeinen, die er hat, um sich finanziell unterstützen und so. Und das Universum ist ja relativ ein bekannter deutscher Podcast. Was auch noch ganz interessant war, so als Zahlenfakt,
hat gesagt, er macht das alles sehr eben evaluiert und mit Statistiken dahinter und so weiter. Von über 1000 Leuten, also Spur über 1000 Leuten, die er angeschrieben hat, hat er 11% Rücklaufquote, was er dann als Interviewpartner kriegt. Was ich interessant finde, einerseits eh nicht so schlecht gedacht im ersten Moment, aber andererseits, wenn man sich denkt, dass das alle Startups sind, die ja eigentlich daran interessiert sein müssten, dass sie für sich selber Marketing machen, ist 11% eigentlich eine geringe Quote. Das denke ich mir relativ oft in verschiedensten Zusammenhängen. Du musst doch ein Interesse daran haben, es, so unter dem Motto, es gibt keine schlechte Werbung und der dümmste Blogpost vom dümmsten, langweiligsten Blogger müsste eigentlich Werbung für dich sein. Und es kostet dich nichts außer 10 Minuten deiner Zeit, wenn überhaupt. Und es ist trotzdem einfach mühsam. Einfach, weil die Leute keine Ahnung haben, was das jetzt ist, mit dem sie sich da jetzt auseinandersetzen. Also es muss auch in der Startup- und technischen Startup-Welt muss jetzt nicht notwendigerweise jedem damit vertraut sein, was ein Podcast ist. Ne? Zum Beispiel. Und dann sagen, was ist das? Und ich dann diese Eitelkeiten, ich kann meine eigene Stimme nicht hören. Ja, dann brauchst du ja nicht anhören. Ne? Ja, stimmt, aber das, glaube ich, ist einer der großen Gründe, warum so wenig Rücklaufquote sein könnte. Das ist meine Vermutung, weil ich glaube, so wirklich ins Mikro zu sprechen und da was zu publizieren und dann nämlich auch dabei zu bleiben, bei uns war es auch einige Mal so, dass so im Nachhinein irgendwie dann auch gemeint wurde, gut, möchte ich so nicht publizieren. Was ja auch beim medizinischen Podcast angemerkt wurde, das sind Professoren, die ja dann auch einen großen Anspruch haben, in dem das, was sie erzählen, wahr ist irgendwie, dass die da auch oft oder dass die manchmal zurückrudern und das nicht so publiziert haben möchten. Also ja, es ist ein Krux, kann ich mir gut vorstellen. Ich war jetzt nicht dabei bei dem Gespräch, aber ich finde 11% Rücklaufquote, ich habe es vorher gesagt, er hat aus ganz Europa Startups genommen, nicht nur aus Österreich. Mhm. Für Europa finde ich das nicht schlecht, weil wenn mich jetzt einer aus Andorra anrufen würde, egal was er will, würde ich erst einmal sehr ablehnend sein. Ich habe dauernd so Werbeanrufe als Unternehmer, die halt irgendwas wollen und dann denke ich mir immer, ist das relevant, habe ich jetzt Zeit für den? Meistens nicht. Ah, okay, ein Gedanke wäre das so, weißt du nicht, wer das ist? Ich werde aus Nigeria von Invent Scammern angerufen, aus Russland, aus Indien, die wollen immer, entweder wollen sie mal Vermögensberatung verkaufen und so und in dem Zusammenhang kriegst du vielleicht einen Anruf, der einen Podcast von dir will. Das musst du dir sehr schnell verklickern können. Aber da denke ich, 11% nicht schlecht. Interessant wäre ja, ob er einfach so einen Serienbrief aufgesetzt hat und dann einfach aus seinem Netzwerk und aus anderen Netzwerken quasi einfach angeschrieben hat mit irgendeiner Standard-Ding. Hey, ich mache deinen Podcast, hast du Lust? Das ist das, was Projekt. Was dahinter liegt, ist genau das, was du sagst. Wenn du schon ein Netzwerk hast, als europäischer Unternehmensberater, wirst du einen höheren Rücklauf kriegen, als wenn du jetzt als Nobody irgendwelche Leute anschreibst. Absolut, ja. Beziehungsweise halt der Serienbriefformulierung oder so kann abschreckend dann auch wirken. Du denkst, das ist so generisch und weißt, ja genau, richtig. Glaubst du nicht, wie viel Spam du kriegst, wenn du irgendwo in einem Firmenregister stehst? Nee. Ja. Andererseits mit Internet rausverstand, dann schaut man sich halt die Webseite von diesem Podcast an und hat in kürzester Zeit herausgefunden, ob da jetzt bei 100 Mails am Tag tust du das nicht mehr. Du schaust wirklich nur noch Leute, wo du irgendwie selber einen Bezug hast. Ist ein Argument, ja. Tja. Okay, dann gab es noch einen Vortrag, den habe ich mitgekriegt, aber kann ihn jetzt nicht mehr aus dem Kopf reproduzieren, außer dass der Sprecher sympathisch war. Ein zweiter Florian, auf der Medizin-Uni studiert. Ja, das war der mit dem Medizin, mit diesem medizinischen Fällen. Mit diesem Dr. Hausfach da. Ja, genau. Wo sie, das war praktisch eine Art Vorlesungs-Lernhilfe-Podcast. Ja, es wird quasi ein medizinisches Rätsel ans Plenum gestellt und das Plenum diskutiert Diagnose und Behandlung. Wo es dann Röntgenbilder, Das heißt wunderbar österreichisch interdisziplinäre Fallkonferenzen. Mhm. Also Rätsel ans Plenum. Mhm. Und deckt doch alle Fachbereiche ab, deswegen interdisziplinär. Also das war aber gedacht für Medizinstudenten oder als Weiterbildung für Ärzte? Es ist ein eigenes Fach in einem konkreten Zeitpunkt des Studiums. Mhm. Also im letzten Viertel kommt das. Und das soll eben auch als Podcast, er dampft das ein. Sie haben ja immer so 3 Stunden pro Woche, 3 Fälle, jeweils 15 Minuten, eine Lehreinheit. Ne? Und dampft er ein auf 15 Minuten und er muss halt, er darf keine Markennamen nennen, er muss dann immer den Wirkstoff drüber sprechen oder rauspiepen und die Geräte, die er... Das hat gewisse Auflagen. Er muss es durch eine unendlich zahre Feedbackschleife innerhalb der Universität schicken. Sowohl medizinisch als auch rechtlich, glaube ich, muss das da durch mindestens 3 Hände noch durch.
also drei Ohren eigentlich. Mhm. Und dann kommt die ganze Technik zum Tragen, dass ja auch noch Bilder dazugehören. Die Videos gibt's auch, aber die sind unter Verschluss, also innerhalb nur der Studentenplattform Moodle. Ja. Aber die Podcasts, die 15-Minuten-Dinger sind frei. Und das dadurch, sie sind halt auch, dann gibt's auch diesen Disclaimer, gesagt, ja, keine Diagnose daraus ablesen. Die Generation WebMD, das vielleicht dann auch verwenden könnte. Und ja, das ist super spannend. Ne? Und er hat halt, ist halt Einfokämpfer, hat er gesagt. Und das ist ein Riesenlauf. Er kommt irgendwie vom Skripten mitschreiben oder so, ja, was ich das kapiert habe. Er hat doch so Leute, die für ihn Vorlesungsskripten schreiben. Er ist einer von 15 Tutoren dieser Vorlesung. Ja. Jeder Tutor hat einen anderen Job. Die einen machen die Videoaufzeichnung, die anderen machen. Und er hat halt von den Leuten, die die Videoaufzeichnung machen, jemanden, der tatsächlich, die sind ja auch tatsächlich in der Vorlesung. Er ist nicht notwendigerweise in der Vorlesung als Tutor, weil sein Job ist eben, den Podcast zu machen. Und die Leute, die Videos machen, tun ihm quasi den Gefallen und schreiben schon die besten Passagen raus. Also er kommt schon vom Unterrichtssystem. Er ist nicht der Student, der das. Er ist Student. Er ist schon Student, aber gleichzeitig Tutor. Okay, ja. Aber er besucht diese Vorlesung auch oder hat sie besucht oder wird sie noch besuchen, je nachdem. Er sagt Tutor in diesem Semester oder diesem Jahr. Und die ganze Initiative ist von der Uni ausgegangen oder von offenbar. Ihm? Offenbar, es gibt, es ist von der Uni. Also es ist offizieller Podcast, ein Wissenschaftspodcast. Tja, multimediales Lernen. Ja, war auf jeden Fall spannend, den überlege ich mir auch. Also den werde ich auf jeden Fall auch reinhören. Und mal schauen, wie viel ich verstehe. Genau, das war das Einzige, was ich mir bei dem Vortrag gedacht habe. Ist sicher leidtauglich. Ja, genau, ist es leidtauglich. Und also, wenn nicht, dann wäre es super, wenn er weiter das verfolgen würde, diesen Podcast und leidtauglich machen würde, weil Wissenschaftskommunikation so. Die erste à la Melanie Bartosch oder so würde mich freuen. Verständnis ist nicht das Problem, aber es staubt ein bisschen bei den Ohren raus. Also es ist halt nicht mein Fall. Das ist eben der große Unterschied, dass es halt sehr fachspezifisch ist, während die Podcasts von der Uni Wien oder von der Uni Innsbruck halt von Episode zu Episode in einen anderen Fachbereich wechseln. Und damit ist es viel breiter und unterhaltsamer in dem Sinn für mich. Und es ist eine definierte Zielgruppe von... Es ist ein Lehrtool und nicht unbedingt für die. Also es ist halt öffentlich zugänglich, aber sie könnten genauso gut einfach das online lassen, also im geschlossenen Bereich des Lehrsystems lassen und fertig. Und es geht inhaltlich weniger um Bildung, sondern eher um das Reagieren in der Situation, in der Diagnosesituation, dass man dann die richtigen Schlussfolgerungen zieht. Und das ist halt was nicht meine Aufgabe ist im Leben und daher habe ich das auch nicht in Zukunft vor für irgendwelche Spezialfälle. Also nicht am Menschen zumindest. Genau, ja. Ja, dafür ist es eben sehr spezifisch, weil genau pro Folge es um einen Fall geht, also um eine Diagnose geht. Ja, war eh auch meine Vermutung, weil ich werde trotzdem reinhören und ja, vielleicht kommt er ja noch was, vielleicht hat er ja weiter Lust, was zu machen. Technisch ist sehr gut gemacht, auch die Geschichte mit dem Überpiepsen finde ich sehr geschickt. Das macht er so, indem er vorher kurz piepst, dann den Wirkstoff sagt, statt des Markennamens und dann sozusagen sich selber wieder hinauspiepst. Im ersten Moment stört es, wenn du das erste Mal hörst, aber wenn du das zweite Mal hörst, bist du schon an dieses Pattern gewohnt und weißt genau, das ist wieder, weil er den Wirkstoff gerade gesagt hat. Bescheid, ja. Und damit, das habe ich vorher noch nie so gehört auf die Art und Weise. Und damit haben wir gedacht, der hat echt einen guten Modus auf die Art und Weise gefunden, wie er rauskommt aus dem Dilemma, dass er nicht irgendwie Ärger den Satz zerstört, sondern er unterbricht kurz mit dem Piepser, sagt das Wort und piepst wieder sich raus. Und der kann natürlich keine 30 Folgen auf Vorrat produzieren. Das geht dann wohl nicht. Ist eher 30 Wochen hinterher, hinter der Vorlesung hinterher oder so. Da gibt es bisher eine Teaser, also eine Ankündigungsepisode und drei produzierte Episoden dann. Dann kann ich mich dunkel erinnern, beim Podcast Meetup ist dann so einer gekommen und hat gesagt, ja, machen wir noch ein bisschen Statistik zum Schluss. Und da habe ich dann so langsam abgeschaltet und das hat sich dann in so Einzelgespräche zerfasert. Ich glaube, da ging es über Podcast-Metrik, also wie man misst, Zugriffszahlen messen. Da haben wir ein bisschen drüber diskutiert. Ja, das ist ein Thema, da kann man ewig drüber diskutieren, wenn man da alles einbringt. Es war sehr harmonisch, waren erst die Vorträge und dann ist so immer in kleinere Gruppen und dann sind wir alle trinken kann. Also ich habe das perfekt gefunden. Das war. Sektor 5 war auch eine nette Location, finde ich. Ja, hat wieder gut funktioniert, ja, super. Also es war ein
zwar ein Durchgangsraum, ne? Aber das hat man auch gemerkt, dass immer wieder Leute durchlatschen. Also das war halt noch Meta-Lab-Atmosphäre. Es ist auch der zweite Raum, der große Vortragsraum, ein Durchgangsraum. Der ganz einzige, der keiner ist, ist der dritte, der ganz hinten ist, aber der war zu klein für uns. Wir waren bei der Bar und beim Klo, also das war schon sehr wichtig. Strategisch wichtig, ja. Nein. Es funktioniert, ja. Also, okay. Ist halt spannend, wenn 10 Leute mehr kommen, geht's. Wenn 20 Leute mehr kommen, wird's auch wieder eng. Ne? Ja, bei 20 Leuten mehr hätten wir dann den nächsten Raum dahinter. Hm. Hast du was zahlen müssen als Konkretten? Hast du Sektor 5 dich sozusagen, dir das gratis gegeben? Der Sektor 5 sponsert Meetups, sofern sie frei zugänglich sind und nicht kommerziell sind. Also es darf, muss jeder in dieses Meetup gehen dürfen und es darf keinen Eintritt geben und keinerlei kommerzielle Verwendung des Meetups geben. Das sind so die Randbedingungen. Und das muss natürlich in den Terminkalender passen. Ja, coole Sache. Super. Mhm. Und auf der Webseite vom Sektor 5 sind auch immer die Termine von den nächsten 1 bis 2 Monaten drauf. Also da findet man auch die Sachen zusätzlich zu. Meistens sind es ja Sachen, die über Meetup organisiert werden, aber umgekehrt findet man eben auch dort, was alles so stattfindet. Draußen reden welche über Wahlkampf. Ja. Mach hier weiter. Ich kann ein bisschen was über DJ Play Days reden, und zwar deshalb, weil ich dort Sektor 5 Leute getroffen habe, und zwar nicht so knapp. DJ Play Days, habe ich nicht gewusst, ist etwas von der Julius Raab Stiftung. Ich habe auch nicht gewusst, dass die gibt. Das ist eine ÖVP-nahe Stiftung im dritten Bezirk und haben ein sehr schönes, also sie haben einen Tag bereitgestellt, und soweit ich das verstanden habe, waren am Vormittag für Schülergruppen und Lehrer, wurde so die Zukunft des digitalen Lernens gezeigt, und am Nachmittag gab es so mehrere Tische, wo verschiedene Aussteller sich halt ausgestellt haben. Ich war einer davon, mit einem Kollegen zusammen habe ich einen Tisch gehabt, und es gab aber ausgesprochen wenig Besuch am Nachmittag. Es war auch ein sehr schöner Tag, also da hat das Wetter ein bisschen dagegen gespielt. Und das Motto DJ Play Days, du hast schon gemeint, das ist so digitalen Lernen. Spielen, Lehrern, also eh ziemlich mein Thema. Okay, also auch programmieren, vermitteln, aber auch spielend. Also ja, also so diese ganze Education-Digital-Schiene. Das. Also es sind diverse Think-Tanks, die sich jetzt draufhauen auf das Thema, wie kann man Schule zukunftstauglich machen. Das war halt so der größere Beweggrund. Und es war eine sehr interessante Mischung. Ich habe viele Fotos gemacht, werde ich alle in die Shownotes reinstellen. Und unter anderem habe ich die Code Ninjas getroffen, die entstehen eben auch aus dem Sektor 5, die machen so Programmierkurse für Erwachsene. Kommen aus Slowenien. Entstehen aus, würde ich nicht formulieren, dieser Firma. Ja, ja, aber sie sind teilweise im Sektor 5 beheimatet. Haben ein Büro dort. Ja, ja. Und die kenne ich auch von dort. Und was gab es noch? Etwas, die habe ich einmal sogar rezensiert im Podcast von einer Spielekonferenz. Das ist aus Linz, sind das Leute, die haben ein Brettspiel gemacht, das mit einer Smartphone-Unterstützung läuft. Das ist eine Hybrid aus Brettspiel und Computerspiel. Das heißt Leaders oder Leaders the Game. Okay. Das ist ein Kriegsspiel eigentlich, also man spielt so einen Weltkrieg nach. Mhm. Und statt den Ereigniskarten gibst du dann auf dein Tablet, und das macht dir dann im Hintergrund kompliziertere Würfel und liest da halt das Ereignis vor. Also du hast so kleine Armeeklötzchen verschieben auf einer Weltkarte und würfeln und diverse Entscheidungen treffen, aber gleichzeitig reichst du halt das Tablet herum und kannst am Tablet dann auch so gewisse strategische Optionen machen, ob du jetzt mehr forscht oder irgendeinen Spionageangriff machst. Also so ein wirklicher Ersatz von Spielkarten eigentlich. Von diesen, die aber interaktiv auch sind. Und die aber auch mehr Mathematik drunter haben können. Also was ist die Education-Komponente davon? Nix, das war einfach ein elektronisches Spiel. Das hat da auch zusammenpasst. DJ Play, digitale Spiele. Das war mal auch ohne Lernaspekt. Das war mehr sozusagen weniger Lernen. Ja. Es waren dort die, dass ich es jetzt richtig sage, Ludwig, das Physiklernspiel, und die Firma dahinter, ich glaube, der ist noch Ovasis oder irgendwas mit Opus. In den Shownotes bitte nachschauen. Der Ludwig ist ein berühmtes Physikspiel. Darauf hast du schon erzählt, wo man so Experimente in einem Sandkasten machen kann. Ja, und so physikalische Rätsel lösen muss, damit eine Spielfigur weiterkommt und auch so. Aber mit realistischer Physik. Ja, das ist ziemlich gut auch. Und da habe ich mit einem Entwickler dann getratscht. Ich habe leider kein Interview gemacht mit ihm, aber die haben halt das Geschäftsmodell, dass sozusagen ein Sponsor sagt, so und so viele Schulen bekommen das. Okay.
Und der Sponsor finanziert das dann auch. Und du kannst das, also wir machen jetzt gerade ein anderes Spiel, du kannst das Spiel dann auch gar nicht kaufen, wenn du nicht in dieser exklusiven Alpha-Test-Gruppe drinnen bist. Mhm. Also sie versuchen da kaufen nicht über Steam, sondern verkaufen sozusagen an die Institution oder an den Sponsor, der es dann wieder an diverse Institutionen vergibt. Das ist ein für als Spieleentwickler interessantes Geschäftsmodell. Dann war eine Firma, die hat, glaube ich, der ersten Österreichischen gehört, da ging es um dass Jugendliche mit Geld umgehen können, also lernen. Und die war praktisch so eine Art Museum, wo die Kinder eine App in die Hand kriegen, die Schulklassen, die in dem Museum rumlaufen, und mit der App, das ist so eine Art virtueller Einkaufswagen, können es dann halt Spielgeld ausgeben und Schulden machen. Aha. Also ein Konsumentenaufklärung. Mhm. Ich schaue es mich alles sehr seltsam an. Werde ich noch halbwegs kohärent? Oder? Du redest eh voll okay, finde ich. Die Spielideen finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Nein, also das ist also ein, wie gesagt, das gesellschaftliche Anliegen oder so ist es sozusagen, bewusst Jugendverschuldung zu vermeiden. Ja. Ja, und dazu haben wir halt eine Institution gegründet, die natürlich von der ersten voll finanziert wird. Deswegen läuft das Spiel nur auf 800 Euro teuren Handys. So genau habe ich nicht gefragt. Aber anscheinend, die Dame hat mal erklärt, die Schulklassen kommen da ganz gern her, weil das für die Lehrer halt praktisch ist, die gehen mit den Kindern. Habe ich immer vollkommen falsch verstanden, das Businessmodell von Banken bisher in meinem Leben. Ich habe eher gedacht, aber... Vielleicht ist Image da auch wichtig. Ja, aber... Und ja, halt auch interessant als Spieleentwickler, dass du sozusagen einen großen Sponsor hast, der sozusagen ein Spiel entwickeln lässt für das werkseigene Museum oder für das werkseigene Kunden. Zentrum, genau, ja? Richtig. Und aber hast du das noch näher verfolgt, was passiert dann, wenn man verschuldet ist? Wird das Nein, aber ich weiß jetzt, wo die ist, und ich weiß auch, es gibt einen Publikumstag, wo man auch ohne dass man eine Schulklasse ist, darf man so als Familie oder interessierter kann man sich das Mensch hin und kriegt dann auch diese volle Tour. Zeiten werde ich in die Shownote schreiben, zumindest den Link. Ja, und das nicht das allerbeste, aber etwas, was ich natürlich als Videogame-Nerd habe ausprobieren müssen, ich konnte nicht daran vorbei, war, wie soll ich das jetzt beschreiben, es war ein Virtual Reality Gleichgewichtstrainer. Und was ist das? Das ist, man stelle sich vor, eine auf zwei Achsen gelagerte Konstruktion. Die Konstruktion ist aus vier halbrunden Röhren bestanden, wo man die Knie und die Unterarme reingelegt hat. Mhm. Und man war dann sozusagen sehr labil gelagert und auf zwei Achsen voll schwenkbar. Mhm. Stell dir eine Schaukel vor, eine Schaukel kannst du in einer Achse drehen. Mhm. Und jetzt stell dir vor, dass die ganze Schaukel noch einmal in einer Art Gestell ist, wo es nach links und nach rechts auch noch kippen kann. Dann bist du in zwei Achsen ziemlich gut drehbar. Soweit klar? Ja. Ja. Und da hast du aber nicht ein Brett, wo du dich gescheit anhalten kannst, sondern du hast eben nur vier so Halbröhren, wo du die Knie reinlegst und die Unterarme. Du bist also so aufgestreckt und machst ein bisschen einen Buckel und dann werden diese Schrauben gelockert und du bist plötzlich sehr instabil. Okay. Okay, aber was ist der Virtual Reality Teil da? Nein, jetzt kommt's. Das Ganze wäre schon so schlimm genug als Fitnesstrainer oder als Bespaßungsinstrument fürs Wohnzimmer, weil du halt sehr viel Geschick brauchst und sobald du dich ein bisschen falsch bewegst, ja, hängst du Kopf runter in dieser Wippe drinnen und hast große Schwierigkeiten, da wieder rauszuklettern. Also sie ist zum Glück nicht um 360 Grad drehbar, aber so ist schon mal schwierig genug. Ja? Und der Gag war jetzt, dass du, während du da drinnen bist, noch einmal so eine VR-Brille aufgesetzt kriegst. Mhm. Und damit hast du dann eine Flugsimulation steuern können, wo du durch eine Berglandschaft fliegst. Und es waren sogar zwei Laserkanonen drin. Es hat angeblich so einen Modus gegeben, wo du ballern kannst. Und ich habe zuerst mich lustig gemacht, dass andere Leute so kopfüber drinnen hängen und sich überhaupt nicht balancieren können. Dann habe ich das selber ausprobiert, Wumms hat's gemacht und ich habe schon so einen halben Kopfstand gemacht und bin mit hochrotem Blutzahn nach unten gehängt und die Füße waren oben und ich will wieder raus. Und dann habe ich es halt geschafft, durch wirklich minimale Bewegungen halbwegs so nicht umzukippen. Also ich habe zitternd. Es ist so, wie wenn du auf einer sehr am Eisenspitz balancierst, mit einem Skateboard, stell dir vor. Ja. Und dann halt mit der VR-Brille habe ich dann so eine Berglandschaft gesehen und durch super vorsichtiges Kopfbewegen oder Bewegen vom Körper habe ich dann sozusagen Flugbewegungen machen können und habe es geschafft, absichtlich in einen Berg reinzufliegen, wodurch das dann einen extremen Schock ausgelöst hat, weil plötzlich habe ich
durch die VR-Brille wieder die echte Welt gesehen. Also der hat draußen ein Smartphone gehabt. Mhm. Das war so eine Art Cardboard-Konstruktion. Mhm. Und das war dann halt extrem verwirrend. Klingt irgendwie nach Zukunft des Home-Fitness auch. Ne? Ja, ja. Und sie haben auch gesagt, das Ganze wird verkauft als Gleichgewichtstrainer von einer US-Firma von Fitnessgeräten. Und diese VR ist eigentlich nur ein Gag, dass du mehr Spaß hast auf diesem Gleichgewichtshaltegerät. Ja, und war das Gefühl beeindruckend? Also ja, das Grafik. War nur ein kleiner Fehler. Die Grafik war okay. Es war halt ein Smartphone. Das heißt, du hast nur die halbe Auflösung, weil du mit jedem Auge auf eines dieser Cardboard-Sache. Ja. Aber das hat eigentlich voll gereicht. Und das Einzige, da war wahrscheinlich, weil das schon den ganzen Tag bespielt wurde, dieses Gerät, hat die Eichung nicht mehr gestimmt. Mhm. Das heißt, ich habe den Kopf so ziemlich in einem rechten Winkel, ich habe so nach rechts über meine Schulter geschaut, weil dort war, haben die Laserkanonen hingeschaut von dieser Flugdings. Ja? Also ich bin sozusagen, wie soll man das sagen, mit dem Kopf nach rechts herumgeflogen. Ja. Ja? Okay. Also das war nicht mehr ganz in Flugrichtung, sonst hätte es wahrscheinlich mehr Spaß gemacht. Dadurch habe ich mich dann noch vorsichtiger bewegt, als ich eh schon war. Aber ich habe das Gefühl gehabt, wenn man das einmal richtig drin hat und das Balancieren ein bisschen kann, kann man da sozusagen durch Körperverlagerung sehr coole Flugmanöver machen und hat extremen Spaß einfach. Da warte ich auf das erste Star Wars Pod Racer Spiel und dann kaufe ich es mir. Aber ich habe so mit X-Wing durch einen Canyon düsen, das wird damit schon sehr Spaß machen. Schlecht ist er nicht geworden oder so. Nein, es ist halt nur peinlich, dass du nicht Gleichgewicht halten kannst. Aber wer es nachbauen will, einfach auf eine Bierflasche am Boden stellen, einen Tisch nehmen, den Tisch umgekehrt auf die Bierflasche drauf tun, dass er gerade im Gleichgewicht ist und sich dann bäuchlings auf die Tischplatte legen und an den Pfosten anhalten und schauen, dass das Ganze nein, Kinder, das macht ihr nicht zu Hause. Nur vom Schwierigkeitsdruck. Also, ich meine, das, was du in den letzten 20 Minuten die Zukunft vom österreichischen Bildungssystem ist, was du erzählt hast, das ist... Es war bei der ÖVP, das musst du mitrechnen. Entschuldigung, das war DigiPlay, es kam nicht einmal im Namen Education vor. Also, okay, gut. Das habe ich zu sehr reininterpretiert, als hören wollte wahrscheinlich. Ja, aber die Zukunft des Bildungssystems, da du jetzt nicht mehr Lehrer bist, muss zwangsläufig abgehen. Also das haben wir eh schon gehabt. Aber du hast ja auch einen eigenen Standort gehabt, oder? Ja, für den haben sich überhaupt die meisten Publikum waren die Aussteller selber, die sich halt gegenseitig besucht haben. Zweimal, wie ich dort war, hat sich eine Familie rein verirrt und da haben die Kinder sich dann halt an den nächstbesten Tisch gesetzt. Ich glaube eh von diesem Leaders Sport Game und die haben dann auch kein großes Interesse gehabt. Und einmal ist eine Frau. Na, sind schon ein paar Mal Leute an unserem Stand vorbeikommen. Hast du Equipment aufgebaut gehabt? Oder? Ich habe meine Python-Schlange aufgebaut habe und einen Laptop, den sich absolut null Personen angeschaut haben, auf dem diverse Sachen dran sind. Und ich habe versucht, mit einem Kollegen halt Programmierseminare für Schulen schmackhaft zu machen. Mhm. Aber der Erfolg war relativ gering. Aber es war schon schön als Branchenschau sozusagen, was sich im Education-Digital-Markt tut. Ja. Und ich war sehr beeindruckt von der Julius Raab Stiftung, also weil die haben wesentlich mehr Leute als Aussteller, haben die junge, super gut gelaunte, super eifrige Leute gehabt, die so das nicht vorhandene Publikum begrüßt haben und gefragt haben, ob sie mir helfen können. Also die haben einfach so die Messearbeit gemacht. Die waren alle so gut drauf und dann habe ich gefragt, ja, wo habt ihr so viele Leute her? Ja, die arbeiten da und so. Und dann haben wir gedacht, das gibt's nicht. Es gibt keinen Think Tank in Österreich, der 50, 20-jährige Damen beschäftigt, die immer gut drauf sind. Das geht sich schon vom Durchsatz nicht aus. Ne? Das kann aus einem Jahr machen. Ja. Und nachher habe ich dann ein bisschen näher verhört und der hat dann zugegeben, also einige arbeiten das ganze Jahr dort und die anderen werden halt für die paar Tage angestellt. Ich wollte rauskriegen, ob die jetzt eine Eventagentur gemietet haben oder so. Aber anscheinend haben sie sie haben behauptet, es ist keine Eventagentur, sondern es dürfte halt ein Netzwerk von Bekannten sein, die halt wissen, dass man da oft einen recht guten Studentenjob kriegt. Mhm. Und deshalb waren es wahrscheinlich auch alle gut drauf. Ja, haben wir gedacht, ja, warum habe ich keinen Think Tank? Und ja. Wann bin ich keine große? Und was ist das hier? Ich meine, das ist der Biertocher Podcast. Wir sind zu viert und keiner von euch ist eine schöne Dame in einem weißen T-Shirt. Aber wir sind alle Denker. Ja, der Stefan hat ein weißes Hemd. Es wird langsam. Wobei ich jetzt schon vorgeschlagen habe, dass wir uns in Warmduscher umbenennen, nachdem wir nicht mehr im Freien sind jetzt bei uns. Okay, also so viel zum Digi Play Days und ich kann es aber speziell, wenn man mit Kindern unterwegs ist und nichts Spezielles zu tun hat, kann ich das sehr empfehlen, weil es doch ein weil es viel zum Sehen gibt, also viele verschiedene Aussteller. Ah, da bitte. Ja. Gut. Okay. Mhm.
Soll ich was zwischenwerfen? Ja, weil sonst rede ich nonstop und ich habe so viele Themen. Ich habe was gespielt. Nein, ich habe zugeschaut beim Spielen. Gregor Spiel. Ja, genau. Es ist nicht mal Twitch aufdrehen, ist mir schon zu anstrengend. Ich kann auf der Couch in Richtung Klima starren. Es wurde gespielt. Schau schon einmal beim Fenster raus zum Nachbarn, wo hast du gerade zu spielen? Oder? Ja, ich rufe ihn nur zu. Weiter links. Es geht nicht. Heiß vor, springen. Es wurde gespielt. Thea the Awakening. Das ist Thea, so wie die Margarine? Ja, Thea, wie die Mutter, The Awakening. Und ist ein rundenbasierte Survival-Strategie-Rollen-Card-Play-Game. Also eh alles. Alles, ja, genau. Angesiedelt laut Eigenangabe in der slawischen Mythologie. Das drückt sich aber hauptsächlich, glaube ich, in den Namen aus, die dann so Dariusch und so eher... Ja, also, wer kennt so sie nicht, die großen slawischen Epen? Ja, es ist ja, also sie können uns da viel erzählen und das machen sie auch, aber das auf sehr angenehme Weise, weil du kriegst so Quests vorgesetzt als Text hauptsächlich und vorgelesen mit einer sehr angenehmen Stimme. Und so die Storys, die erzählt werden, sind so schon High Fantasy irgendwie, also sehr brave Geschichten, aber nicht unangenehm. Mhm. Ich hatte ein bisschen Bauchweh, als dieses Spiel gekauft wurde, weil da war irgendwie so beim Vorstellungsbild war irgendwie so eine Dame mit so weißen Augen irgendwie abgebildet und so wie man es aus diesen, weiß ich nicht, Magic the Gathering Posters und so findet, so reißerisch halt. Ja. Aber der grafische Stil, der dann im Spiel geboten wird, ist dann eher so klassisch gezeichnet mit Linien oder so von den Personen her. Und so, die Weltkarte ist jetzt keine riesige Augenweide, aber es bleibt alles irgendwie im angenehmen Bereich. Ja. Und das Spiel bietet eben mehrere Mechaniken. Eines davon ist absolutes Crafting und Micromanagement. Also mal vielleicht zur Grundstory, du bist auf einer Welt, da wurde ein super Lebensbaum umgehackt von den Menschen und seitdem ist... Gibt's ja nach nordischer Sage? Ist dunkel, weißt eh, die Sagen und so, du darfst nicht so hinterfragen. Da wurde umgehackt, seitdem sind ganz schrecklich viele Monster unterwegs und du bist mehrere Personen, du spielst eigentlich ein Dorf, ja. Und dieses Dorf, da leben ein paar Leute drinnen und das schickt auch Expeditionen, also verschiedene Partys raus, die das umgehende Land erforschen und dort Gegner erledigen können, aber auch auf Gebäude und mystische Personen treffen und das Ganze, was dazu gehört. Und da sammelst du einfach eine Unmenge an Items ein. Im Dorf kannst du 10 Gebäude bauen, die bringen dir, weiß ich nicht, kannst du vielleicht andere Leute ausbilden. Baust oder du dann besser, verbesserst deine Basis. Genau, es geht bauen, verbessern und ganz viel halt, hast Elemente von Holz, wie es, weiß nicht, Elfenknochen, Wildschweinknochen, was weiß ich. Und das kannst du dann kombinieren miteinander und dann kommen immer verschiedene Produkte raus. Also dieses typische Crafting-Ding. Und wenn gekämpft wird, dann wird das halt nicht so dargestellt auf einer Landkarte oder so, weil normal, wenn du auf der Welt lauscht, hast du diese typischen Sechsecke, wie du es kennst. Ja, Hexfelder, ja. Hexfelder, ja. Und wenn du aber kämpfst, kommt das Ganze in so einen Trading-Card-Modus und du kämpfst dann in einem klassischen Trading, also Kartenspiel. Du spielst dann Karten aus. Sozusagen. Und du hast dann Karten und es ist halt ein bisschen bizarr, weil du kämpfst gegen Gegner, aber es gibt da so Challenges wie, du musst jetzt eine Denkaufgabe, du musst irgendwas hexen, ja, oder du musst besonders gut verhandeln. Aber das wird alles dann in diesem Kartenspiel abgebildet. Dann hast du halt keine Gegner im herkömmlichen Sinne. Wenn du redest, hast du halt keine Kampfgeräusche, sondern es werden die Werte vom Reden aufgezeigt, aufgezeigt von deinen Charakteren und du hast dann anstatt ein Kampfgeräusch mal so wah, 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 also so Simlish-artige Redegeräusche oder weiß ich nicht. Beim Zaubern hast du halt irgendwelche Hexsymbole, die du dann bekämpfst oder so. Und das Spiel? Ja. Soll man mit der Lüftung was machen? Da kann man eh nichts machen, also, glaube ich. Also, naja, mit einer Axt vielleicht. Ja, richtig, aber nichts, was temporäres. Auf jeden Fall, so wie ich das erzählt habe, es wurde jetzt sehr ausgiebig gespielt, ich habe viel zugeschaut und in einem Review, das ich gelesen habe, haben sie so gemeint, es sind viele nette Ideen, aber irgendwie verbindet sich das nicht zu einem Ganzen. Und das kann ein Vor- und ein Nachteil sein. Einerseits bist du jetzt nicht so da bei dem Spiel und denkst, wow, Wahnsinn, und jetzt auf zur nächsten Quest, weil du brauchst ewig lang fürs Micromanagement und es geht sehr langsam voran. Aber mit dieser netten Erzählerstimme, dass du immer ein bisschen was zum Lesen hast, hat das so etwas herrlich belanglos Plätscherndes.
Okay. Und das ist dann natürlich eine ideale Fläche. Also wenn man wirklich mal eine Woche gar nichts machen möchte, also ein bisschen in die Wälder schauen oder eine Erzählerstimme, so kleine Geschichten. Du wirst dann nicht gestresst vom Spiel. Nein, das Gegenteil von Stress ist es. Und das empfinde ich durchaus als Vorteil und hat jetzt auch selbst zum Zuschauen unterhalten, bis auf, wie gesagt, dieses Micromanagement, bis dann der letzte Ring gekraftet ist und dann den letzten Erforscher. Das liegt ein bisschen daran, wie man das Spiel spielt, oder? Ja, kann schon sein, aber es wird einem auch jetzt nicht durch Komfortfunktionen irgendwie geholfen. Da ist auch ein bisschen das User-Interface im Weg. Dankeschön. Ja. Also, kann man sich anschauen, ist jetzt irgendwie, muss nicht, kann gefallen. Kann man sich ja mal, anschauen. Ich finde es halt interessant, dass ich komme ja irgendwas in der Zeit irgendwie so Advanced Dungeons and Dragons, wo eigentlich also Tabletop, klassische Pen and Paper Rollenspiele in Computerspiele gegossen wurden, damit man selber nicht diese ganzen Regeln lernen muss und wo das einem abgenommen wird. Und jetzt bringt man eigentlich wieder so Karten und so Würfelsysteme wieder mehr als eindeutige Mechaniken drin. Ja. Und das mit den Karten, mit den Trading Cards, das ist ja generell einfach auch viele Triple E großen Rollenspiele haben jetzt eigentlich immer so ein kleines Trading Card Spiel. Es gibt ja auch dieses Hearthstones von World of Warcraft, das war auch ein großer Erfolg. Also generell so die Kartenspiele sind ein großer Vorteil. Und das Kartenspiel ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Ein bisschen, so einen Tacken mehr Komplexität. Also nach dem 50. Wildschweinkampf irgendwie, wo du dann irgendwie das. Es gibt keine Autokampffunktion. Oh ja, gibt es doch, ja. Aber da bezahlst du schon relativ teuer. Also das Spiel dann. Schießt mit Kanonen auf Spatzen. Ja, es ist dann, naja, du kannst dann bei geringeren Gegnern ziemlich heftigen Schaden einfahren. Also das ist nicht so günstig. Da hätten sie ein bisschen mehr Abwechslung bringen können beim Kartenspiel. Aber du sogar als Passivspieler wurdest gut unter. Ja, gerade als Passivspieler. Besonders ich empfehle, passiv mitzuspielen, nicht immer aufmerksam zu spielen und vielleicht ein eigenes Spiel zu spielen. Und dieses dann aber auch pausierbar zu machen und dann immer dann bei den wenn die Quests kommen, dann ein bisschen zuhören, ein bisschen Ratschläge geben und dann wieder. Multitask-Spieler. Das hört sich an, als würde das irgendwann mal in einem Stadion stattfinden. 50.000 Leute schauen zu, während 5 in der Mitte sitzen und das Spiel. Ja, empfehle ich als Nebenspiel 2048. Kennst du das? Nein. Ja. So ein Schiebepuzzle. Yep. Also es ist ein 4x4 Schiebepuzzle, wo auf. Hier ist 4x4, oder? Standard ist 4x4. Es gibt auch größere Varianten, aber Standard ist 4x4. Und mit jedem Spielzug erscheinen 2 neue Zweier auf dem Feld. Und man kann dann alle Steinchen, die auf dem 4x4 sind, schieben zusammen und mehrere 2-2 ergeben einen 4er, 2-4er ergeben einen 8er, 2-8er ergeben einen 6er. Wenn sie zusammenstoßen. Wenn sie zusammenstoßen und insgesamt ist eben das Ziel wenigstens 2048. Es ist aber nicht dabei limitiert, also kannst auch unendlich lang weiterspielen. Und so macht so Spaß, wenn es kurz einmal auf einen Bus wartest, das schiebt sich so hin. Du kannst immer nur in vier Richtungen kannst schieben. Du kannst rauf, runter, links, rechts schieben. Ist das so wie diese früheren Puzzles, wo ein Teil fehlt? Nicht ganz irgendwie so ein, aber vom Gefühl schon. Aber gefühlt ja, aber es ist doch anders. Die Regeln sind halt anders, weil die Dinge, zwei gleiche, verschwinden in ein Teil mit der doppelten Zahl. Das ist die Idee dann beim Zusammenschieben. Mhm. Okay. Und wenn man nicht mehr schieben kann, hat man verloren. Also wenn man alle voll hat, sozusagen. Nicht schnell. Ja, dann hat man verloren. Es ist jetzt aber schon ein bisschen her, dass das total hot war, ne? Das 2048. So ein gutes Jahr wahrscheinlich. Da war es ein bisschen in der Zeit lang. Gut, schlecht. Ist der Trend an euch vorbeigegangen? Ich spiele am Handy gar nichts. Ich habe ein einziges Spiel installiert. Katan. Die Siedler von Katan. Genau, das Brettspiel spiele ich gegen Computer. Nice. Auf höchster Stufe und ja, ärgere mich immer. Und dann halt auch alle Varianten. Naja, weil die Spieler auch unterschiedliche Strategien haben. Und wenn du dann zum Beispiel gegen jemanden spielst, der so ein Kartenkäufer ist, der hat dann jede Runde eine Ritterkarte und geht einfach am Sack und du klaut der jede Runde. Und irgendwann kommt er dann daher mit diesen Monopolkarte, wo er alles klaut und so. Und ich habe gestern vorm Einschlafen gegen 2 Kartensammler gespielt. Und dann haben sie mir 3 Runden hintereinander hatte ich irgendwie so ein großes Erzfeld und
4 Erz gehabt und wollte die nächste Stadt bauen und sie haben mir 3 Runden hintereinander Monopol Erz weggenommen. Arschlöcher. Ja, aber es ist halt, und es gibt auch verschiedene Stufen. Also ich spiele immer mit 2 gegen, also zu dritt immer, weil zu viert ist mir ein bisschen zu crowded am Feld. Mhm. Und ich spiele auch immer mit einer großen Karte und auch so mit Seefahrererweiterung gibt es ja. Die Rittererweiterung mag ich nicht so, aber die Seefahrererweiterung, also auch mit Inseln. Und wenn man dann rüberfährt, dass man Zahlenchips verschieben kann, also, da bin ich dann auch immer garstig. Und also sie sind auch garstig und klauen. Ja, so. Ja, das ist gut. Aber 2048 aber, kann ich sehr, also, ist eins der wenigen Spiele, das wirklich auf dem Handy. Ja, weil, nein, bei dem funktioniert es auch gut. Also, das ist, ich mag es gern, diese Klasse, ich schaue immer diese klassischen Brettspiele. Ich bin auch bereit, da in dem Fall wieder Ravensburger oder so 5 Euro zu zahlen oder so, weil es halt wirklich ein zeitloses und Spiel ist, das einfach genial ist und nicht ohne Grund jeder kennt und jeder spielt. Und, Wahnsinn, und, ja. Also, Brettspiel war ja, es ist, offen runtergespielt. Ja, es ist einfach, ich mag auch das Kartenspiel total gern. Also, ja, das habe ich mit. Das habe ich in der Familie hunderte Male gespielt. Da habe ich auch alle Sets und so. Also es ist halt einfach so die ein bisschen Magic halt, aber nicht ganz so wirklich mit mehr Bauen und halt in der Welt von Catan und auch mit diesem, mit den Grafiken und, mhm, und so. Das ist einfach ganz lieb. Und ich mach, ja. Aber du spielst ausschließlich gegen Computergegner, wenn du jetzt. Ich spiele ausschließlich gegen Computergegner, ja. Aber könnte man prinzipiell? Ich glaube, also es, ja, man kann das Feld, also man kann 4 Spieler definieren und man kann definieren Computerspieler oder Personenspieler. Okay. Das heißt, du kannst das Handy einfach weiterreichen. Ah, dann, so mit dem. Oder am Tablet halt einfach so mit Fingern spielen. Das geht. Okay, ja, ja. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das über mehrere Handys drüber, ja, genau, oder über, wäre, also ob man im gleich, ob man lokal verbunden sein muss oder über das Internet, weiß ich nicht. Habe ich nicht probiert. Ja, ich spiele aber nie online. Ich bin einfach kein Online-Spieler. Nie, ja, auch nicht am Desktop. Ich komme in den Club. Nein, ich spiele immer, weil das ist einfach zu zart. Das nehmen alle Leute viel zu ernst. Das spiele ich lieber gegen den Computer und dafür ist es, da weiß ich, dass ich gewinne auch. Ja. Oder das weiß ich, dass ich immer wieder versuchen kann. Und, geht ja ähnlich. So ist das. Next. Next Spiel. Ich war am Streetlife Festival in Wien. Wie? Am Streetlife, ah, okay, Festival in, mhm, Wien. Streetlife ist ein globaler Tag jetzt, glaube ich. Also geht es darum, halt Städte fußgängerfreundlich zu machen, Bewusstsein, dass man auf der Straße eigentlich leben kann oder spielen kann. Oder ist das so, deine Schwester organisiert, oder? Genau, meine Schwester organisiert das und war sehr zufrieden. Und war recht schön, also die Bamberger Straße, das ist das letzte Stück, die Verlängerung von der Marie-Hilfer Straße zum Ring, wurde abgesperrt, 2 Tage lang autofrei gemacht, so Standeln aufgebaut. Mhm. Und trotz schlechtem Wetter waren extrem viele Leute dort, mhm, und haben eben gespielt oder gegessen oder waren auch so ein bisschen Verkaufsstandeln. Und meine Mission, die ich mir jetzt auferlegt habe, war, ich sorge dafür, dass nächstes Jahr ein OpenStreetMap-Standel dort ist, weil die irgendwie nicht hinkommen. Die OpenStreetMapper wissen noch nichts von ihrem Glück, also muss ich erst überzeugen. Aber ja. Also, es war halt so ein weiteres nettes Straßenfest. Es war ein Straßenfest, ja, mit ein bisschen mehr politischen, mhm, Ansatz. Also, ja. Ja. Nein, nö. Mhm. Finde ich gut, dass Zum Entsetzen der Organisatorin war dort ein ukrainischer, wie soll man sagen, Sportler, der hat so ein riesiges Klettergerüst aufgebaut für Kinder, mhm, und dann hat er da sehr beeindruckende eine Turnshow praktisch abgezogen. Also der Typ hat wirklich sehr stark, war sehr muskulös und der hat halt so eine, glaube ich, eine Organisation gegründet, wo er halt sagt, er will Kinder zu mehr Sport verhelfen. Mhm. Ja? Und das Klettergerüst war halt so, wie soll man sagen, selbstgeschweißt. Nein, es war so aus Stangen zusammengebaut, das hat schon passt und sie haben unten sogar so ein paar Gummimatten hingelegt, aber meine Schwester hat gesagt, der hat da jetzt mindestens mit dem Gerüst gegen 70 Auflagen verstoßen, was du alles nicht machen darfst in Österreich, weil es halt gewisse Regeln gibt, wie ein Klettergerüst auszusehen, mhm, hat, und die hat halt alle fröhlich ignoriert. Das Ding war so 2 bis 3 Meter hoch, die Kinder sind halt da wie Trauben im Baum drinnen klingt und halt haben die Eltern geschaut. Und also der Typ war so, der, also er hat sich einfach, hat da oben so eine Querstange gesehen
angeschaut und sich so raufgehandelt und oben, ich versuche das zu beschreiben, praktisch auf einem horizontalen Stangerl, das er nur mit den Fäusten hält, hat eine Liegestütze machen können. Das war aber über seinem Kopf, das Ding. Er hat sich erst mal raufgezogen und dann so ein paar Mal drüber rumdreht. Und dann sich da auf ein, in der Luft schwebend. Ja, ja, also der war waagrecht in der Luft und der Stange. Die Arme waren senkrecht und der Stange. Klingt nach nicht oder gescheiterten Zirkusartisten. Ja, der hätte locker in einem Zirkus auftreten können. Ja. Und hat natürlich dadurch auch ist gut angekommen bei den Kindern und auch gut umgehen können. Also das war eine Attraktion. Und andere. Weil du sagst politisch, was ist daran politisch? Ich meine einfach nur so Straßenfeste. Nein, sie ist Fußgängerbeauftragte für Wien. Ne? Das politische Anliegen ist sozusagen, die Anliegen der Fußgänger zu vertreten gegenüber den einzelnen Bezirken oder den Behörden. Ja. Wien ist ja irrsinnig viele Behörden, die auch zusammenarbeiten müssen oder sollten. Aber kein politisches Couleur dahinter oder was? Oder was Allgemeines? Also, naja, man kann schon sagen, dass es den Job nicht gegeben hat, bevor die Grünen in der Stadtregierung waren. Also das Grünlich. Grün, ja. Nein, aber ich finde generell diese, ob es jetzt Feste sind oder Festivals oder einfach nur Rasen am Ring oder sowas. Genau, das Rasen am Ring hätte stattfinden sollen. Auch an diesem Tag wurde aber auf Druck der Wirtschaftskammer abgesagt. Weil ich finde es generell schon gut, dass wir da den Raum einfach nützen. Weil wenn man darüber nachdenkt, wie viel Raum da von zu wenigen Leuten genutzt wird eigentlich. Und dann dürfte man ja jetzt auch wieder Rasen am Ring. Stadtrasen. Ja, und gerade in Wien oder so, es ist, glaube ich, wichtig, sich da diesen öffentlichen Raum couragierter wieder zurückzuhaben. Du sprichst da an, weil das ist nämlich auch Aufgabe der Politik, also ein Interessen. Wem gehört die Stadt? Ne? Wem gehört die Fläche? Gehört die ein paar Autofahrern oder gehört die eigentlich den Einwohnern? Wer darf die wie benutzen? Oder also Geschäft? Politische Fragen. Ne? Mhm. Ja, klar. Ja. Und das wird halt ausverhandelt. Und dieses Fest ist halt ein Ausdruck davon. Wo es jetzt halt auch sichtbar ist. Musik und so hat es auch gegeben, oder? Es hat eine große FM4-Bühne, glaube ich, gegeben. Eins habe ich gefilmt, das war eine Silent Disco, da haben so den Leuten Kopfhörer aufgesetzt und die haben dann so herumgemoved. Schaut immer herrlich deppert aus. Ja. Vor allem, weil daneben welche waren, die nicht kapiert haben, worum es geht. Und, ja. Was hat es noch gegeben? Einen abgesperrten Bereich, da sind Rollstuhlfahrer herumgefahren, haben Fußball gespielt. Dann hat es Flüchtlinge gegeben, die haben so Blumen und Visitenkarten verteilt. Da stand drauf, danke für die freundliche Aufnahme in Österreich. Das war so eine Aktion, dass sie sich bedankt haben, dass sie in Österreich sind. Was hat es noch gegeben? Ziehharmonikaspieler. Ja. Gibt es aber auch ohne dem Anlass an der Marie-Hilfe-Straße. Und ja, ich habe es versucht, ein bisschen so Fotos zu machen und zu filmen. Also sehr viele verschiedene Stände, natürlich auch von diversen Initiativen und Theatergruppe zum Beispiel hat auch einen Stand gehabt. Und gleichzeitig war die Anti-TIP-Anti-CETA-Demo und dort hat ein Bekannter von uns geredet, nämlich der Thomas Lohninger. Ah ja, super. Hat sehr viel Applaus gekriegt auch. Die ging vom Karlsplatz zur Hofburg und ist eben auch vorbeigegangen an dem Open Street Life Festival. Dadurch hat sich das dann ein bisschen überschnitten. Also Thomas Lohninger, der mitverantwortlich ist für Datenschutz. Ja, der AK fordert und ist der Netzneutralität. Und genau das hat er auch angesprochen vor mehreren tausend Leuten, die sich schon gesammelt haben am Karlsplatz. Hat er gemeint, dass diese Abkommen eben für den europäischen Datenschutz schlecht sind. Und eben darauf noch einmal hingewiesen. Okay. Und im Nachhinein habe ich jetzt gelesen, also das war zum Zeitpunkt, wo die Demo war, noch nicht absehbar, aber kurz darauf waren zwei Meldungen in der Zeitung, dass die deutsche SPD wurde vom Sigmar Gabriel dahingehend gedrängt, dass sie CETA akzeptiert, dieses Trading Agreement mit Kanada. Okay. Und die österreichische SPÖ hat eine Mitgliederbefragung gemacht und da ist rausgekommen, dass die Mehrheit der SPÖ-Mitglieder das ablehnt und dadurch sozusagen auch Einfluss auf die Bundesregierung ausübt. Und mein Eindruck war, wie ich die Demo gesehen habe, dass das Abkommen nicht durchkommen wird. Und das haben auch viele Redner darauf hingewiesen. Die haben diverse Tafeln gehalten, wo die ganzen Namen, die wir schon wieder vergessen haben, ACTA und wie sie alle heißen, diese ganzen Abkommen, wo man auch uns gesagt hat, ihr habt keine Chance, das ist jetzt durch, das ist schon beschlossen, ihr habt das jetzt zu akzeptieren. Mhm. Und ich sehe man politischen Widerstand gescheitert. Und das Politik funktioniert halt so, dass du den Widerstand auch machen musst. Damit sprichst du an, dass es auf jeden Fall nie vergebene Liebesmittel ist, auf die Straße zu gehen, auch wenn es jetzt ein Einzelfall ist. Das ist halt ein politischer Prozess. Ja. Ja. Mhm.
dieser politische Prozess war da eben, hat stattgefunden. Das war ja nicht nur in Wien, das war eine europaweite Aktion. Und das TTIP-Abkommen, also das mit Amerika, mit den USA, dürfte ziemlich schon kaputt sein. Das wird wahrscheinlich wie ein Zombie in ein paar Monaten unter einem anderen Namen wiederkommen. Und dann geht das Ganze von vorne los. Und das mit CETA, also mein Eindruck war, dass das jetzt auch nicht keine große Zukunft hat. Hm. Aber man wird das sehen. Ich kann nur dazu aufrufen, halt am Ball dran zu bleiben, sich okay. zu informieren und sich politisch zu engagieren. Tut sie wieder, sonst ergehe ich mich über die Nachwahl im Bezirk. Ja, die passt dir ganz gut drauf. Weil die ist theoretisch eine Option, dass wir sowas wie die Marieferstraße noch einmal kriegen in Wien. Ja. Nämlich mit der Praterstraße. Vielleicht gibt es auch ein alternatives Verkehrskonzept, das heuer oder letztes Jahr, ich glaube heuer, herausgekommen ist. Das Konzept herausgebracht worden ist von den Grünen und dann abgelehnt worden ist vom Bezirk, der ja zurzeit noch rot ist. Und jetzt hat es Nachwahl gegeben für die Bezirksratswahlen im zweiten Bezirk, nachdem dort Einspruch erhoben worden ist. Von der FPÖ? Von der FPÖ. Die ganz knapp Dritte geworden sind bei der ursprünglichen Wahl, vor über einem Jahr sogar. Bezirksratwahl 2015 war das, yep. Ja. Ich glaube, die war im März. Ich meine, die Großveränderung war ja, dass 10% von der SPÖ zu den Grünen gewandert sind und alle anderen Parteien haben ein bisschen verloren, ein bisschen gewonnen. Also es ist nicht so, die haben alle ihre gleiche, die Sitze behalten. Du redest vom Ergebnis. Vom Ergebnis, ja. Also das war eigentlich das einzige gravierende Änderung war, dass diese 10% sich gedreht haben. Und meine Frage ist, als jemand, der dort nicht wohnt, warum? Durch die Änderung der Wahlbeteiligung hauptsächlich. Okay. Ja, ich habe auch eine Theorie. Aber es hat sich entschieden, es geändert, der Bezirksvorsteher ist von den Roten zu den Grünen gewandert. Und das ist das, was der Stefan gerade anspricht, das hat natürlich enorme Auswirkungen. Der beste Witz, den ich gelesen habe, war ja, dass ursprünglich ging es ja um den Vizebezirksvorsteher und das haben die Grünen wieder nicht geschafft, ihn zu kriegen. Ach so, ja. Das stimmt. Das stimmt in gewissem Sinne, ja. Das war gut. Zu der Begründung natürlich, die Wahlbeteiligung ist extrem gesunken, auf, glaube ich, unter 40% jetzt schon. Ne? Rund ein Drittel, also ich glaube 33 oder 34% nur. Und da waren die Grünen natürlich sehr motiviert halt. Und sind das aber auch so hingegangen und viele SPÖler sind wahrscheinlich nicht hingegangen. Das Argument ist, verstehe ich wieder nicht. Wieso sollten gerade die Grünen mehr motiviert sein als die anderen? Weil sie den Vizebezirksvorsteher, also den zweiten Platz zum Verlieren gehabt hätten an die FPÖ. Ja, und die Roten haben den Bezirksvorsteher zum Verlieren gehabt an die Grünen. Ja, das haben sie aber nicht kommuniziert. Ne? Also ja. Das hat auch der Herr Horer, also der Ex-Bezirksvorsteher, gesagt, dass den eigenen Mitgliedern nicht vermittelt wurde, dass es da nicht nur um das Duell zwischen zweiten und dritten Platz geht, sondern wenn die eigenen Leute nicht laufen, dass halt den ersten. Aber jetzt das massive Problem ist wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, knapp 800 Wahlkarten konnten nicht ausgetauscht werden oder so. Das entspricht 3%. Ja, die Wahl jetzt noch das ist massiv. Ja. Und da stelle ich mir schon die Frage, warum konnte man diese Wahl nicht auch verschieben auf auch 2 Wochen vor dem 2. oder 4. Dezember, wenn wir dann jetzt wählen. Also man hätte es müssen, ne? Weil ich meine, die Argumente sind die gleichen. Nur weil das weil eine Bezirksvertretungswahl im Vergleich zur Bundespräsidentenwahl eine Chance ist. Ich habe sogar ganz konkret erlebt, meine Eltern waren im Urlaub und haben mit Wahlkarte vorher schon gewählt gehabt und wir wurden dann angerufen. Die Wahlkarte meiner Mutter hatte sich geöffnet. Meine auch. Ja, und die wurden dann ganz kompliziert, also an einen Urlaub an Kurier hingeschickt und so, um das abzuholen. Und davon, kommen die rechtzeitig an. Also ich meine, wie gesagt, ich weiß von 800, also ich weiß, dass die Wien-Chefin von den Neos da gerade sammelt und dokumentiert, Leute, die eben nicht wählen konnten und also da geht es jetzt um Dokumentation, dass man sich da meldet, wenn man getroffen ist. Einmal geht's noch. Naja, aber 3% sind schon ein bisschen was, weil ich meine, das letzte Mal waren es 21 Stimmen zwischen Platz 2 und Platz 3 und jetzt sind es 3%. Das sind was, 2, 3 Mandate? Ja, mein
Mein suffisanter Kommentar geht eher in die Richtung, ob wir es je wieder schaffen werden, eine reguläre Wahl über die Bühne zu kriegen. Mit pickernden Kuverts. Übrigens, die Zahlen von dir waren nicht richtig. Es waren nicht nur 10%, sondern nach amtlichem Endergebnis jetzt mit Wahlkartenausstimmung waren es 13%. Okay, ich habe nur das Abendergebnis gesehen mit den 10%. Ja. Also die Grünen haben noch massiver gewonnen. Danke. Ja. Weitere Theorie, warum die FPÖ nicht so gut war, ist, dass die ganzen Plakate bei mir im 20. stehen. Tatsächlich. Wallensteinstraße, und ich meine, die Wallensteinstraße ist jetzt doch ein paar hundert Meter weg vom zweiten Bezirk. Da standen einige. Man muss dazu sagen, die FPÖ hat auch bitte die Wahl gewonnen. Sie hat, glaube ich, 0,8 oder so in der Höhe. Die 21 bekommen, halt. Die aber sie hat kein Mandat dazu bekommen. Sie hat ein paar Zehntelprozente ich glaub, die, dazu gewonnen. Neos, Anders und ÖVP und FPÖ hat niemand ein Mandat plus oder minus. Die sind alle gleich geblieben. Sehr spannend eigentlich. Ja. Also die Mandatsänderungen waren rein von der SPÖ zu den Grünen. Meine Privattheorie ist, dass seit dem Burgenland viele SPÖ-Wähler der SPÖ nicht mehr zutrauen, dass sie nicht mit den Blauen eine Koalition machen wird. Mhm. Und dass dadurch sehr viele, die zu beiden Gruppen affin sind, dann gesagt haben, dann wählen wir gleich Grün. Und es könnte auch sein, dass ich habe ja keine Ahnung von den Lokalpolitikern, aber es hängt auch sehr viel, glaube ich, von lokalen Leuten ab. Dass die Mannschaft hat sich weder bei den Grünen noch bei den Roten geändert die letzten 10 Jahre. Naja, dass die aktiv sind. Und ich habe ja auch nicht jetzt jeden Bericht gelesen, ich habe nur gesehen, dass es ging viel um den Praterstern und was man dort macht. Und das ist einfach Bezirkspolitik. Das klassisch. Ich meine, ich wohne ja im Nebenbezirk, also auf der gleichen Insel. Ich bin insofern auch betroffen, was dort passiert. Also, aber schön ist halt, dass das von der FPÖ sehr in die Hose gegangen ist, diese Wahlanfechtung. Weil mit den Grünen tut es sich sicher schwerer als Bezirksvorsteher als mit den Roten. Ja, ich weiß die Frage nicht. Ist, ob das halt jetzt gegessen ist oder ob es noch einmal eine spielen. Ich glaube, was man auch sehen kann, ist, dass der Wähler durch die sinkende Wahlbeteiligung nicht unbedingt gutiert eine Wahlanfechtung. Das ist hoffentlich auch eine Lehre an andere politische Parteien. Ja, wobei die FPÖ hat trotzdem nicht verloren. Also sie hat ja Plus, obwohl die Wahlen angefechtet sie hat. Sie hat ein kleines Plus eingefahren, sie hat aber strategisch sehr verloren, weil sie den Grünen jetzt einen Bezirk geschenkt hat, den sie dadurch viel schwerer erobern kann, als wenn der Bezirk rot geblieben wäre. Weil Rot-Blau ja nicht, das ist derzeit in der SPÖ gerade am Diskutieren, die SPÖ sich da in großen Teilen keineswegs einig, wie man sich zur FPÖ verhält. Also sie hat sich strategisch ins eigene Fleisch geschnitten, die FPÖ. Aber ist eine Koalition auf Bezirksebene üblich? Naja, informell musst mit den Leuten zusammenarbeiten, wenn du irgendwas erreichen willst. Du brauchst ja trotzdem deine Mehrheit, ne? Also insofern würde es irgendwie Sinn machen zu sagen, wir formen jetzt so eine Art von Koalition und stimmen immer gemeinsam ab und diskutieren unter uns einfach irgendwas. Also ich bin nicht sehr involviert in die Bezirkspolitik, aber im Bezirk kann man sich vorstellen wie in einem kleinen Dorf. Da geht es auch sehr darum, wie die Leute persönlich miteinander können, über die Parteigrenzen hinweg. Weil die treffen sich jetzt nicht so oft. Na, wenn wir sehen, wie es weitergeht. Spannend. Habe ich noch was? Ich habe nur lauter kleine Meldungen. Ich habe was zum Thema Spiel. Ich habe was ganz Schönes. Ja. Ich habe entdeckt durch irgendeine Social-Media-Meldung. Zwei gebrochene Hände. Sonst ja. Nein. Das klingt nicht gut. Was für ein Nein, ich hatte, auf Twitter war das. Dass in Kalifornien hat eine Roguelike-Convention stattgefunden und die wurde komplett gestreamt auf Twitch. Das ist eine Video-Stream-Plattform und da habe ich mir dann wirklich ein paar Stunden davon reingezogen. Lauter gute Vorträge, wo es nur um Roguelikes geht. Jetzt kurz mal hier für mich nur. Was ist ein Roguelike? Ja, du hattest kein Leben, wenn du nicht Roguelike gespielt hast. Okay. Du hattest nur ein Leben. Aber ja. Roguelike geht zurück auf das Computerspiel Rogue. Das ist eine Art von Adventure- und Roleplaying-Game, ein sehr altes Spielgenre und zeichnet sich dadurch aus, dass du meistens einen Abenteurer spielst, der dargestellt wird durch einen Klammerabfall im Textmodus und du erforscht ein Labyrinth aus Räumen und steigst dann runter in tiefere Levels, erforscht dort neue zufallsgenerierte Räume, sammelst Waffen, levelst deinen Charakter hoch, besiegst böse Gegner, dargestellt durch ein großes D oder ein großes X, ne? Und es ist auch oft ein Feature, das ein Permadeath ist, das heißt,
Wenn du stirbst, bist du tot und kannst nicht einen früheren Spielstand wieder laden. Okay. Und deswegen ist das auch heutzutage viel weiter gefasst. Also Spiele, die dieses Konzept haben, dass Zufall gestorben ist. Ja, und gestorben heißt gestorben, dann spricht man von Roguelike-Game. Ja. Und auf Steam ist jetzt geschätzt, gefühlt jedes zweite Spiel hast irgendwer ein Roguelike-Game. Ja, weil das ist schon sehr weit gefasst. Ja. Weil es so leicht zu programmieren ist. Sind auch zum Programmieren, ja? Ich verwende sie auch für meine Programmierkurse. Und entfalten aber einen sehr eigenen Reiz. Und was gab es da für Vorträge? Unter anderem halt von diversen jetzt schon sehr graubärtigen Schöpfern der ersten Roguelikes. Und NetHack ist zum Beispiel ein sehr berühmtes. Was du vielleicht kennst, ist Diablo. Habe ich nie gespielt. Also ich hab seine Existenz mitbekommen. Ja, das ist halt eine grafisch aufgepeppte Echtzeit-Variante, was eigentlich zurückgeht auf das klassische Roguelike. Ja. Du erforscht, sammelst Waffen. So. Jetzt kann ich den Begriff, also wie gesagt, das wieder einordnen. Mit. Und es gab da ein sehr schönes Interview von zwei Brüdern, und das sind nämlich die Macher von Poir Fortress. Ach, die das beiden. Spiel im ASCII-Modus, das schon seit Jahrzehnten jetzt praktisch herumprogrammiert wird und nie fertig wird. Das ist eine Simulation. Haben wir schon mehrmals in. Ja, das ist eine Simulation, da spielst du ein Zwergenvolk. Und das Ding ist, das wird eben von diesen zwei Brüdern programmiert und das schon seit einem sehr langen Zeitraum. Also das ist über mehrere Jahre, aber schon vielleicht schon Jahrzehnt kann man schon sagen. Ja, machen wir einen Podcast darüber. Und das Ding ist, ich habe da auch schon zugespielt im Spiel, die Grafik kann man auch entweder aufwendiger haben, aber auch in so einem Art Zeichensatzmodus. Und mit Farben. Und es wird halt bis zur linken Socke des einen Zwerges alles runter simuliert. Es wird wirklich, also die Detailtiefe, in die rein simuliert, das ist schier unglaublich. Ja? Ja. Weil die haben zum Beispiel Verwandtschaftsbeziehungen untereinander. Wenn jemand stirbt, dann sind die traurig. Dann musst du auch überhaupt erst aufpassen, dass keine generiert mit Geschichte, Flussläufen und allem. Du musst aufpassen, dass dann irgendwie, wenn einer stirbt, das nicht irgendwie eine Trauerkette auslöst und irgendwie dein ganzes Volk depressiv wird. Und ja, es ist wirklich. Es ist simulierst halt so eine Zwergenkolonie in einer Fantasy-Welt. Aber wirklich sehr detailliert. Und das Schöne war, die haben halt erzählt, was waren ihre ersten Programmierversuche. Das war überhaupt sehr populär, dass die Leute ausgegraben haben, irgendwelche Apple II-Screenshots mit ihren ersten super peinlichen Adventure-Games mit tollen Namen und dann halt, welche Spiele sie beeinflusst haben und wie es gerade weitergeht und was aus ihnen geworden ist. Und ein Deutscher hat auch sehr nett erzählt, und zwar ist das der Programmierer von ADOM. Und das ist auch ein sehr ausgefeiltes Roguelike. Und da ist das Interessante, das hat er rausbracht, wie es das Internet gerade angefangen hat in den 90ern, so auf einer Newsgroups. Mhm. Ja, und hat halt erzählt, wie toll das war für ihn als Student, dass dann irgendwelche Leute aus Amerika und so im Schreiben sie spielen sein Spiel. Und er hat dann programmiert und er hat das leider nie geopen-sourced, er hat auch erklärt, warum. Aber es war immer Freeware, also man hat es immer frei runterladen können. Und jetzt gibt es entweder gratis zum Runterladen oder eine leicht verbesserte Version kann man sich für 15 Euro auf Steam kaufen. Und er hat jetzt nach einer 10-jährigen Pause wieder ein Team zusammengestellt, das sich um die Weiterentwicklung von diesem ADOM kümmert. Und ich war dann so begeistert, dass ich es mir sofort runtergeladen habe, die Gratis-Version, und gespielt. Die ist dankenswerterweise jetzt nicht im Textmodus, sondern es ist eine recht hübsche Grafikmodus, der so die Legend of Zelda erinnert, diese Grafik, so Zeichentrick-Grafik, aber recht süß gemacht. Und muss sagen, sehr, sehr große Komplexität drinnen, aber spielt sich trotzdem gut. Und ich bin natürlich dauernd und sofort gestorben. Ja, ich bin jetzt ehrgeizig, weil bei jedem Mal sterben komme ich ein bisschen weiter und lerne ein bisschen was dazu. Mhm. Es gibt halt auch wirklich viel Komplexität. Also du kannst dein Schwert in einen Trank tippen und dir dann das Gesicht abwischen. Das sind alles Kommandos, die du hast, und du kannst verhungern und du kannst dich skillen in diversen Techniken mit Waffen. Und ich lasse da lieber die Finger von sowas. Das macht einfach Spaß. Ne? Sonst, ich sehe schon, süße Grafik. Nicht 10 Kilo zunehmen. Noch mehr. Ja, na. Also ADOM. ADOM. ADOM, ja. Ja, nicht schlecht. Kann man spielen. Ja, ich kann auch meinen Podcast vorstellen. Ja, ich habe das vorher nicht erzählt, weil ich habe so viel geredet gehabt und wollte dann nicht die ganze Zeit. Kann man sich in eine Pause ziehen. Genau, Zweiteiler. Der Freund der Serien, ja. Previously. Mhm. Also morgen, also von heute aus gesehen morgen, wann auch immer das hört, am Mittwoch, den 21. Startete mein
neuer Podcast. Es geht logischerweise um Film und Fernsehen. Yeah. Und zwar ausschließlich um Österreichisches. Mhm. Und das, der Plan ist, 2 Wochen zu machen mit mal schauen, wie es läuft. Also die 2 Wochen sind die Verpflichtung, die wir auf jeden Fall halten können. Und wir, du meinst alle 2 Wochen eine neue Episode? Ja, Mittwoch alle 2 Wochen eine neue Episode. Wir haben auch schon die nächsten Episoden geplant. Wir können sie noch nicht aufzeichnen, weil die Dinge, die wir besprechen wollen, erst laufen werden, entweder im Fernsehen oder im Kino oder stattfinden werden, weil wir reden nicht nur über Film und Filme und Fernsehserien, sondern auch über Institutionen, über Plattformen, Events. Die ersten Folgen sind Hotel Rock'n'Roll als Film, Flimit als Plattform, Cop Stories als Serie und die erste offizielle Episode, Episode 4, die also jetzt die mit der wir quasi herausgehen offiziell, ist Kinos in Wien. Ach, weil der Hannes, mein Kollege, mit dem ich den Podcast gemeinsam mache, der ist Tiroler und jetzt nach Wien gezogen, nämlich in das Zimmer mir gegenüber. Also ist auch mein WG-Kollege und quasi so, wo gibt es die guten Kinos? Weil ich bin da ja viel, viel kompetenter, als ich zugeben möchte. Wie oft ich schon in Kinos war. In Wien. Nein, wirklich. Also auch ein bisschen kleine, nicht so Geheimtipps von mir und wo es gute Essen gibt, wo das beste Publikum ist, kann ich nur empfehlen. Ist die Folge morgen. Also das ist so die Bandbreite, die wir abdecken wollen. Wie heißt dein Podcast? Der Podcast heißt, jetzt kommt's, Bruttofilmlandsprodukt. Ja, so wie Bruttoinlandsprodukt, nur mit Filmlandsprodukt. Und war früher mein Blog und da habe ich über Filmwirtschaft ganz viel gemacht und über österreichischen Film und das hat alles keine Sau interessiert. Und jetzt machen wir diesen Podcast und ich habe jetzt die letzten Tage damit verbracht, die Seite zu machen, die Podcasts zu schneiden. Der Hannes wohnt seit 8 Tagen bei mir und in diesen 8 Tagen haben wir haben wir 4 volle und eine Null-Episode aufgenommen. Uns Musik überlegt, uns Themen überlegt, alles Mögliche gemacht und gemeinsam Hotel Rock'n'Roll angeschaut. Ja. Also es war wirklich eine sehr intensive Woche gerade. Ich bin jetzt froh, dass ich jetzt wieder jetzt in diesem 2-Wochen-Rhythmus. Wir haben beide heute schon gesagt, was machen wir? Uns ist langweilig. Ich habe heute noch einige technische Probleme, den ganzen Tag mit technischen Problemen gekämpft und wollte den Computer schon mehrmals aus dem Fenster schmeißen. Aber ich habe alles zum Laufen gekriegt mit WordPress und bruttofilmlandsprodukt.net ist die Seite. Und was ich vorher erwähnt habe, dass ich habe ein bisschen Marktforschung betrieben, weil ich es ja vom Meetup gelernt habe, dass ich habe eine Freundin zu Gast gehabt, die eine sehr schöne Stimme hat. Und da haben wir gedacht, wenn sie schon da ist, dann lasse ich sie gleich aufnehmen, das Intro, das wir uns vorgestellt haben. Und dann lasse ich ausgewählten Freundesgeist abstimmen über ihre Stimme und meine Stimme. Und dann habe ich in Google Formulare erstens mich geärgert, dass man kein Audio einbinden kann. Jetzt muss ich extra Videos erstellen, weil YouTube-Videos kann man natürlich einbinden. Das war mein erster Ärger. Aber war trotzdem innerhalb von 10 Minuten erstellt, so ein Formular. Und dann halt noch einen offenen Fragenkörper und dann noch so eine also Batterie heißt, ne, in der Forschung, eine Batterie. Ja. Und dann habe ich noch mit der Musik, die wir, der Hannes und ich ausgesucht hatten, eine Version mit, wo die Musik unterliegt, der Stimme, und eine Version, wo die Stimme ist und dann fängt die Musik an. Und dann habe ich das insgesamt knapp 35 Leuten geschickt, die alle entweder selber Podcasts machen, unter anderem euch, ne? Oder beim Radio arbeiten oder Studienkollegen von mir, die auch mit mehr Interesse am Radio haben und so. Also ich habe es nicht jedem geschickt. Sondern quasi einem Fachpublikum quasi. Ich bin gespannt, was rauskommt. Und die Rücklaufquote, okay, weil wir das Wort heute schon hatten, von den 35 habe ich 25 zurückbekommen. Hätte ist vielleicht okay noch ein paar mehr bekommen, aber ich habe abgedreht also ich habe es online gestellt um Mitternacht und um 18 Uhr dann habe ich es abgedreht. Weil ich brauchte nämlich Zeit für die iTunes-Subscription musste ich ja einreichen. Ach ja. Und das dauert ja, und das habe ich jetzt gerade bekommen, jetzt hier Dienstagabend, vorher habe ich es gerade gelesen, rechtzeitig für morgen ist sie da. Und von diesen 25 Leuten waren 88% der Meinung, dass die Melanie die bessere Stimme hat.
inklusive mir selbst. Nein, ich habe nicht abgestimmt, aber ich wäre da auch noch dabei gewesen. Also, was sind das? 22 Leute dann. Mhm. Und bei der Musik oder Musikunterlage oder nicht, da war es nicht ganz 50-50, aber es gab keine klare Tendenz oder keine. Also ich hätte es nicht. Okay, wir haben es jetzt mit Musik gemacht. Es gab ein paar mehr Stimmen für Mitmusik und da also ich haben dann quasi das letzte Wort gehabt und gesagt, mit Musik geht weg, uns besser. Ich war auch auf der Musikseite. Und dann gab es Feedback, es gab offene Felder und auch so Fragen wie, gefällt euch diese Musik prinzipiell oder prinzipiell nicht? Mhm. Das war auch eher zu gefällt mir. Ja. Aber es gab auch, und dann gab es noch ein paar sehr böse Kritiken zu, die Musik muss unbedingt sein, weil damit die sprecherischen Qualitäten der Dame. Also wenn die Leute anonym sein können, sind sie plötzlich brutal. Also ich will gar nicht wissen, wer das war. Aber da waren ein, zwei Kommentare, waren ein bisschen, wo ich gedacht habe, okay, du kennst mich, muss jetzt nett sein. Ja, also, aber okay. Aber es ging ja nicht um meine Stimme, Gott sei Dank. Nein. Und ich hatte dann viele Aufnahmen von der Melanie. Also wir haben so 10 Minuten aufgenommen und sie dann so die ein paar Sachen sagen lassen und also mit Harry List, mit Hannes Blamer, jeweils einzeln und zusammen, also dass wir verschiedene Intro-Versionen haben. Und daraus habe ich dann irgendeine ausgeschnitten und online gestellt, die war auch eigentlich relativ schlecht. Und dann habe ich eine bessere gefunden und die habe ich dann genommen. Und jetzt hat sie das erste und das letzte Wort in meinem Podcast. und sie hat eine wunderschöne Stimme. Also das ist also Leute abstimmen lassen darüber. Das hat funktioniert. Das hat super funktioniert. Kein großer Zeitaufwand. Wie gesagt, 18 Stunden ist es gelaufen, 2/3 Rückläufquote, perfekt. Ja. Toll. Mhm. Und kann ich nur empfehlen, wer Podcasts macht. Also auf das eigene Netzwerk dann vor allem zugreifen. Leute, die kompetent sind, Leute, die hilfsbereit sind, wo man weiß, dass die auch hilfsbereit sind, eben, wie gesagt, bei euch Podcastern und dass man sich gegenseitig mal, also es ist, ja, und es funktioniert. Und es ist man kann es dann natürlich in unfassbar komplex noch aufziehen. Also ich meine, wie gesagt, der Florian hat das ja noch einige Stufen größer gemacht. Ja. Aber das war halt so eine spontane Aktion und es musste halt schnell passieren. Und dann habe ich mir überlegt, die Seite noch rauszuschicken, okay, um das quasi eben hier und jetzt dann an die Programmierer, wäre jetzt auch wieder hier gewesen, aber noch ein paar andere Leute, um die Seite mal testen zu lassen. Ja, und dann alles hin raus, diese Leute, die dann denken, einfach mal mit einem anderen Auge auf eine Seite draufschauen. Ja, also das ist jetzt nicht mehr ausgegangen und ist aber natürlich jederzeit Feedback erwünscht. Also ja, die Seite schauen. Wie heißt die Seite? bruttofilmlandsprodukt.net. Nicht AT? Nein, ursprünglich wollte ich, also wenn es das damals schon gegeben hätte, hätte ich .netto haben wollen. Ach schön. Aber das gab es damals. Was waren diese Freien noch nicht möglich? Ne? Deswegen habe ich dann .net genommen. Und ich habe ja mal überlegt, soll ich .at nehmen? Ja gut, ich freue mich drauf. Erstens, weil Nische österreichisch Film gibt genug her und gibt es noch nicht. Der und Podcast wird dann Feed haben, also nicht nur bei iTunes. Ja, Feed ist da, per E-Mail kann man abonnieren. Okay. Läuft bei mir auf PowerPress, Blueberry PowerPress. Mhm. Also da gab's, ich habe mit dem Erfahrung, weil mein anderer Podcast bei Fortsetzung.tv läuft auch damit. Und läuft reibungslos und hosten du hier auf archive.org. Nehme ich dann das MP3-Link von dort und binde ihn in die jeweilige Episode einfach ein. Und das Blueberry macht dann den Feed daraus. Sind Downloadraten dort okay zurzeit? Die Geschwindigkeiten? Mhm. Keine Ahnung. Für das, was ich habe. Also ich finde schon, aber das musst du mir dann sagen. Muss man testen, wie auch immer. Also, weil, gemacht. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich das testen sollte. Einfach mit einem Feedreader, sprich mit einer App abonnieren und schauen, wie lange man braucht zum Runterladen von einer Episode. Ich habe irgendwie so dunkle Erinnerungen von wegen Modemgeschwindigkeiten bei archive.org, aber ich weiß nicht, wie lange das her ist. Also ich höre ja meine eigenen Fortsetzung-Podcasts und meine anderen und von den Kollegen auch und da wäre es nicht so. Die sind auch bei archive.org. Ja, daher habe ich das. Ja. Was bei Archive nicht geht, das haben wir ja schon diskutiert, also dass du die von einem User nicht einen Feed haben kannst, dass du quasi einen Feed in Archive drin hast. Aber Archive macht dir ein automatisches Org,
Also ich könnte auch noch das Org holen, ohne dass ich das machen müsste, wenn es geht, einen zweiten Feed zu machen. Also nicht über Blueberry. Oder ich glaube, über Blueberry würde es schon gehen. Du brauchst einen extra Feed für Org. Ich glaube, Blueberry würde das sogar anbieten, dass ich noch einen extra Feed mache für Org. Freuen sich die Free. Und das Theme, das ich habe, das ist super cool. Da möchte ich unbedingt einen Shoutout an diesen jungen Schweden, glaube ich, der das macht. Das heißt Human, aber mit UE, Human. Mhm. Und das ist super customizable und gratis und wirklich toll. WordPress-Theme, ja. Und ich bin ja echt immer so wählerisch gewesen. Ich habe, glaube ich, mit meinem Blog immer alle zwei Tage Theme gewechselt. Einfach weil ich so, ich bin nicht zufrieden. Aber jetzt finde ich es gerade super und ich habe noch Platz frei für Widgets und so weiter und habe mir gedacht, ich mache auf jeden Fall eine kleine Blog-Schau. Das heißt, ich brauche ein quadratisches Foto von Penguin hier. Ah, bitte. Genau, ein quadratisches, bitte. Okay. Und weil ich habe den Pinguin nämlich schon genommen, ich habe es schon probiert nämlich, und der war aber nicht quadratisch und dann habe ich zugeschnitten und da musste ich irgendwas abschneiden vom Pinguin, das kann mir nicht gefallen. Deswegen habe ich gedacht, ich frage einfach, wenn ich da bin, gleich nachher. Wird so eine kleine Blog-Roll und Anführungszeichen geben. Also von befreundeten Seiten. Genau, also der Fortsetzung ist natürlich sowieso der erste und dann, weiß ich, die würde ich da auch vielleicht die Podcast-Seite dann, wenn sie gescheit da ist, herstellen. Also, dass man quasi aus dem Podcast-Netz da wieder gestaltet, wo sich Seiten gegenseitig referenzieren. Ja, super. Ja. Wechseln wir schnell noch das Logo. Können wir ihm noch... Wir haben doch so ein schönes Schokolade, die wir immer aufwendig produzieren, die keine Säure sind. Nein, ich glaube eher nicht. Aber wir können mal eine Folge zu österreichischen Filmpodcasts machen oder Podcasts, die verhältnismäßig hohen Anteil an Filmen haben. Da wärst du dann vorne dabei. Das ist gut. Weil da gibt es nicht so viele. Echt? Ein Studienkollege von mir macht auf seiner Seite noch einen. Also, ich denke, in Deutschland musst du eigentlich massig geben. Aber österreichisch nicht. Ja. Die Seite ist österreichisch. Also wir bleiben hier. Es muss einen starken Österreich-Bezug geben. Das ist auch von mir so definiert. Es ist österreichisch. Es wird österreichisch. Also wenn das. Aber dein Markt ist ja nicht Österreich. Das würde ich meinen. Das ist weil richtig. Österreichische Filme sind zum Beispiel in Bayern sehr beliebt. Ja. Ich habe überhaupt nichts gegen bayerische Hörer. Mhm. Aber was gegen bayerische Filme? Also nein, was davon, bayerische Filme zu behandeln? Mhm. Ja, also außer es also natürlich Don't Get Me Started, aber wisst ihr, der Film, der eingereicht ist zum Oscar von Österreich, dieser Stefan Zweig Film, ich habe jetzt den Titel vergessen, den hat Österreich eingereicht mit Josef Hader. Ah, okay. Mir fällt jetzt echt der Titel nicht ein. Ah, der war in Südamerika über seine Exiljahre. Ja, glaube ich. Keine Ahnung, ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nur, dass er eingereicht ist. Und dann gab es die Liste zum österreichischen Filmpreis. Ne? Der österreichische Filmpreis, der definiert, was ein österreichischer Film ist. Aber das Komitee, das ausgewählt hat, welchen Film wir einreichen, hat andere Kriterien. Und jetzt ist dieser Film beim österreichischen Filmpreis auf der Liste. Allerdings mangels österreichischen Ding nur in den Kategorien Hauptdarsteller, Josef Hader, Maske, weil Österreicherin, und noch irgendwas. Das heißt, der Film, den Österreich als österreichischen Film einreicht, ist nicht eligible für den österreichischen Filmpreis. Und das ist österreichische Filmwelt. Und ich bin sehr zynisch in meinem Podcast, ich bin sehr gemein und stelle sehr ethisch grundlegende Fragen. Ja. Auch über, empfehlenswert, zweite Folge Flimit, über, wo ich die Frage aufwerfe, wenn wir alle österreichischen Filme bezahlen, über Förderungen, ab wann sollte das irgendwie auch ein öffentliches Gut sein? Stelle ich diese Frage. Also das ist, und träum weiter. Die größte Freude für mich wäre, wenn ihr euch meldet, Hörerinnen und Hörer, Feedback. Mir wichtiger als Zahlen. Ich diskutiere gern, ich freue mich, wenn es Leute interessiert, ich freue mich, wenn, solange es höflich ist, natürlich. Konstruktiv. Konstruktiv und genau. Das ist, wäre das. Und keine lebenden Tiere schenken, ne? Ja, und keine bösen Anrufe. Gott sei Dank habe ich keinen Anruf.
Dings. Nein, also sind alle Kontaktmöglichkeiten auch so Basics wie sogar Kontaktformular habe ich angelegt, ein Schiris und einfach nur, dass es da ist. Also es ist jede Möglichkeit da und ich bin da so der serviceorientiert. Ich sage es, wenn jemand in Kontakt treten will, dann soll er das machen auf jede Möglichkeit, die er möchte. Und das biete ich dann alles an. Das ist mir aber wichtig. Super. Freue mich schon drauf. Besonders, weil sie nicht nur Filme und Serien umfasst, sondern das ganze Package ist und so. Folgen wie über die Kinos in Wien, da bin ich auch ganz Ohr natürlich. Ja, jedes Mal einen anderen Videocodec. Oder die Profikamera der Woche. Nein, das... Nicht? Glaube ich. Glaubst du nicht? Hat ja nichts mit Österreich zu tun. Soll ich ja japanische Kameras vorstellen oder was? Österreich bezogen. Wurde schon mal von einem Österreicher bedient. Nein, Moment. Ich bin mir jetzt da, dass ich nichts Falsches erzähle, aber es gibt diese von den zwei großen Profi-Digitalkameras. Das ist die Red und die Arri Alexa. Also Alexa von Arri. Und da haben halt verschiedene Modelle. Und die Arri Alexa ist zu einem großen Teil... Also sagen wir mal so, hat einen österreichischen Großvater, ja, glaube ich. Kann man mindestens sagen. So, da ist viel in Österreich gemacht worden. Also wenn man sagen will, da ist es eine österreichische Kamera. Aber wer Technik interessiert ist, da gibt es ein paar auch österreichische Blogs, zum Beispiel Cinema 5D ist ein auf Englisch geführter Blog von, oder Blog, Seite, Medium, Technik, Kameratechnik von einem super Typen, der sehr kompetent ist, großartiger Filmemacher. Kann ich nur empfehlen, wenn das interessiert. Es sind immer 5D, die auch tatsächlich Geld damit verdienen und Produkt testen und auf Messen immer sind und so und wirklich viel, viel Ahnung haben. Mhm. Also ich war schon lange nicht mehr dort, ich hoffe, den gibt es noch. Aber ja. Ja, ich kenne einen Podcast noch, der auch Filme bespricht, unter anderem. Das ist der Schock 2 Podcast und der von Michael, Furtenbach. Und da war ja auch beim Podcast-Meeting und auf dem Weg, wie wir dann ins Werkzeug gelatscht sind, hatte ich die Gelegenheit, kurz mit ihm zu quatschen und schon im Gespräch ist mir aufgefallen, so, hoppla, Interessensüberschneidung, hoppla, noch eine Interessensüberschneidung. Also der Schock 2 Podcast behandelt Themen wie Computerspiele, Comics, es gibt einen eigenen Feed für Brettspiele, Filme, Serien, und also alles, was aus der Popkultur irgendwie anstartet. Und es ist auch nicht irgendwie, also schon, es gibt die Folgen sind sehr bunt gemischt, weil er hat oft so eine Runde, verschiedene wechselnde Gäste, schneidet auch Interviews rein, mit Österreich-Bezug beispielsweise. Ich habe jetzt zum Beispiel gelernt in einer Folge, es gibt ein Grafik-Adventure von Österreichern, jetzt das rausgegeben wurde, das nennt sich, glaube ich, Lion Song, das sogar das Setting hat, irgendwie Wien in den so Sigmund Freud Tagen zu dieser Zeit. Also ich war wirklich, ich habe den Podcast gehört und habe mich irgendwie so gleich zu Hause gefühlt. Und Michael Furtenbach, der hat auch irgendwie, finde ich, eine nette Art, beziehungsweise hat auch schon so ein gewisses Alter erreicht, ja. Und wenn er dann so erzählt, dass er früher so Turrican am C64er gespielt hat und die Soundtracks von Chris Hülsebeck gern mag und dass er die Zeit miterlebt hat, wo es Cyber-Cafés gegeben hat, wo diese ersten Virtual Reality-Maschinen drinnen gestanden sind und so, ist das einfach total nett. Und die Podcasten, also man merkt sehr, sie machen das sehr souverän, weil die Podcasten, ich glaube, er hat gesagt, seit 11 Jahren, aber sie heißen jetzt noch nicht seit 11 Jahren, glaube ich, Schock 2. Früher war das Konsol.at, das war früher auch ein Printmagazin. Jetzt, glaube ich, ist es rein digital, wenn ich mich nicht irre. Und machen diesen Podcast und jetzt, glaube ich, bei ein bisschen was über die 100. Und die 100. Folge kann man sich vielleicht gleich mal anhören, da kriegt man einen guten Eindruck über diese gesamte Runde, die da spricht. Und ja, ich bin begeistert. Ich höre gerade, also ich habe es angefangen am nächsten Tag nach dem Podcast-Meetup und höre seitdem, ich weiß nicht, 10-15 Folgen habe ich gehört. Also gibst du dann ein sowas total rein? Ja, ich gebe dann total rein, wenn ich dann mal die Stimmen mag und was sie erzählen und so, dann
dann ist das. Und was mir halt daran gefällt, weil die halt auch wirklich in jede Richtung gehen. Also die haben auch von Wiener Comic Con erzählt und dort halt welche Serien vorgestellt worden sind und so. Also dieser Mischmasch an Medien gefällt mir sehr gut oder so. So reiner persönlicher Geschmack ist irgendwie, sie berichten halt auch viel über die wirtschaftliche Seite von Spielen, haben also diesen spielejournalistischen Ansatz, dass sie dann halt so auch erzählen, welche neue Plattform kommt jetzt raus, was hörte sich Nintendo, was denkt sich Nintendo vielleicht dabei und wie ist die Geschichte von Nintendo. Ich bin da eher so, dass ich dann den Geschichten der einzelnen Spiele dann eher folge, aber das ist so reiner persönlicher Geschmack. Ich mag den Podcast sehr und werde ihn weiterhören und ist an dieser Stelle eine Empfehlung. Ganz spezielle. Und wir haben ja schon mal ein Interview gehabt. Ja, und ich bin auch in einer Folge drin von. Genau, auch wieder so. Ist das der, muss auch sagen, der Michael war mal Standnachbar von mir in Game City. Ich weiß es nicht mehr. Verlinken wir in den Shownotes. Und er ist auch sehr nett. Also ich habe ihn kennengelernt, wie er noch die Console.at verkauft hat. Und ja, ist einfach sehr nett mit dem Plaudern und auch Geschäfte machen. Ja, sehr cooler Typ. Cooler Podcast. Du möchtest ein Buch machen. Ein fades Buch, oder? Ein fades Buch, ja. Ich habe mir gekauft To Explain the World, The Discovery of Modern Science von Steven Weinberg, Winner of the Nobel Prize. Und darunter steht Magistral, I ended the book exhilarated. Jan McEwen, wer das immer ist. Pinguin Verlag. Und worum geht's? Das ist eine Wissenschaftsgeschichte über die großen... Ja, wie Wissenschaft, die Geschichte der Wissenschaft. Mhm. Von den ersten Sterndeutungen und Sternbeobachtungen bis zur Erfindung der Geometrie, bis zu Newton. Hat er gerade Sterndeutungen als Wissenschaft bezeichnet? Sternbeobachtungen. Ja. Ah, okay. Es kommt mir vor, dass Sterndeutung und Sternbeobachtung zusammen. Und ja, über gibt es eigene Disziplin der Wissenschaftsgeschichte und er sieht das halt aus der Perspektive des Physikers, glaube ich, so Teilchenphysikers. Und es geht dann bis in die moderne Zweiten Weltkrieg und Einstein. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wow, ja, klingt jetzt irgendwie interessant. Und ich muss leider sagen, es war größtenteils Fahrt. Und zwar, ich habe immer weitergelesen und dachte, jetzt wird es bald spannend. Aber dann war das Buch aus. Es war anscheinend spannend genug, dass ich es immer weitergelesen habe. Also ich habe es relativ zügig durchgelesen, aber es war nicht so, da wo ich mir gedacht habe, ja, das war's jetzt. Also dieses Kapitel will ich noch einmal lesen. Ich habe dann auch erst relativ spät entdeckt, dass alle Zeichnungen und Diagramme, die das Ganze ein bisschen erklären, im Anhang des Buches sind und nicht gleich im Buch. Das heißt, ich habe mir ein bisschen schwer getan und ich hätte vielleicht eher mehr hin und her blättern sollen, dann hätte ich mir leichter getan. Der verlegerische Grund ist, weil er gefürchtet hat, er langweilt die Leute, die das in einem Fluss durchlesen wollen und sich eh schon auskennen. Das schaut nach einem Lehrbuch aus sonst. Ja, es sind viele Formeln drinnen sind. Aber vielleicht habe ich auch den Hinweis überlesen am Anfang, dass die ganzen Zeichnungen im Anhang sind. Also, aber ja. Als E-Book besser, ne? Mit Link. Mit Link, ja. Wie soll ich sagen? Ich habe mal gedacht, ich gebe das dem Stefan, der hat einmal in einer Planetarium gearbeitet, der kennt sich mit sowas aus. Und lass mal das Ganze von ihm dann erklären. Ich muss auch sagen, es war nicht ganz fad. Schon geliefert. Ja. Hier bitte erklären. Es war auch nicht ganz fad, ja. Also es war schon so, dass man weiterliest, aber es war auch nicht so mitreißend. Also der Titel To Explain the World ist offenbar misleading oder funktioniert nicht, wenn du sagst, brauchst du es erklärt. Man muss sagen, du hast ja vorhin diese Rombücher gelesen, oder? Vielleicht ja, steckt da es war nicht so saftig wie das Römische Reich mit Legionären und Spießen. Ja, das ist natürlich... Das könnte an der Thematik einfach das... Nichts, ja, wobei natürlich das Römische Reich viel vorkommt. Es ist extrem viel drinnen. Ne? Es geht darum, also, wie die alten Griechen halt geforscht haben oder sich die Welt erklärt haben und dass man halt mit heutigen Methoden und Wissen... nicht vom zu hohen Ross zurückschauen soll auf damals, weil die auch andere Fragestellungen gehabt haben als wir derzeit als Wissenschaftler. Ja. Und der Großteil vom Buch dreht sich um das, Stefan hilf mir, um das heliozentrische Weltbild und das andere. Geozentrische, also ob die Erde sich um die Sonne kreist oder umgekehrt. Ja. Und dass das halt eine große Denkleistung war, festzustellen, dass die Erde sich dreht
und nicht die Sterne mit extremer Überlichtgeschwindigkeit um die Erde rotieren. Mhm. Und da gab es halt so und so viele griechische Forscher, die das auch postuliert haben, dass es wahrscheinlich sich die Erde dreht, weil das halt einiges besser erklären würde. Aber das hat auch Jahrhunderte gedauert, bis sich diese Meinung dann durchgesetzt hat. Mhm. Und sehr lange gab es halt Weltbilder und auch sehr... Er beschreibt halt den Prozess, dass die Sternbeobachtung, auch die Fixsterne und die Planeten, was man sehr früh schon erkannt hat, dass die regelmäßig kommen, dass das nicht in ein Weltbild gepasst hat. Und dann hat man halt Theorien gemacht, die man so lange feinjustiert hat, bis die Beobachtungen von der Welt halbwegs zur Theorie passen. Mhm. Auch wenn die Theorie aus heutiger Sicht extrem unsinnig war. Nämlich, dass die Planeten in sozusagen Sphären um die Erde kreisen. Die Erde der Mittelpunkt von allem ist. Und in diesen Sphären sind dann noch einmal kleinere Sphären, also so wie fraktale Zahnräder praktisch, ja. um die halt dann gewisse Bahnüberschneidungen als Phänomene erklärt haben. Auf Kristallsphären noch dazu, damit es nicht runterfällt. Ja. Und klingt, ja. Und aber da, das ist... Also das nimmt einen sehr großen Teil. Ich will widersprechen, was du gesagt hast, ja. Dass es die große denkerische Leistung war, das mit den anderen Modellen zu kommen. Das Problem war, glaube ich, nicht die denkerische Leistung, sondern das Problem war, dass es nicht mit dem aktuellen Weltbild zusammengepasst hat und nicht mit dem Bild, das man haben wollte, dass der Mensch und die Erde im Mittelpunkt steht, weil sonst wird man selber plötzlich irrelevant. Und das ist auch was, womit wir uns heute nicht auseinandersetzen wollen, dass wir in Wirklichkeit Fliegenschiss auf irgendeinem Planeten irgendwo sind, im hinteren Eck von irgendeiner Galaxis, die irgendwo da herum du vielleicht, tut. Ich dich. Nicht? Ja. Ungefähr so. Ja. Mhm. Ja. Wie gesagt, Sternbeobachtung macht einen sehr großen Teil vom Buch aus und dann ab Newton geht es dann relativ geschwind weiter. Ich finde es eigentlich ganz interessant, also bei diesen Büchern, die wir dieses da versuchen, so die gesamte Menschheitsgeschichte durchzuackern, das ist halt so ein bisschen eine kolossale Aufgabe, die halt in Arbeit ausarten kann. Und so hat es ein bisschen jetzt in der Erklärung von dir angeklungen. Ich finde es aber ganz interessant, wenn man sich die Gegenwart anschaut, dass wir momentan, auch wenn es vielleicht spektakulär aussieht, wenn da so ein SpaceX-Raumschiff wieder auf einer Plattform im Meer landet, aber im Großen und Ganzen reisen wir zurzeit relativ wenig, was Raumfahrt angeht. Nicht? Also, da waren wir schon mal in den 70er Jahren, da war mehr Action, als wir jetzt auf die Reihe kriegen. Und das ist irgendwie ganz interessant, dass uns das nicht so wirklich interessiert zurzeit. Frage, da gibt es da einen Protagonisten, der das durchlebt, oder ist das eher so ein Sachbuch? Mehr. Es ist ein Wissenschaftler, dem das sozusagen ein Hobby ist und der sich damit beschäftigt. Aber es gibt nicht einen Helden quasi, oder eine Familie oder so, die das tut. Nein, eigentlich der Erzähler, also er sagt auch dann manchmal seine Meinung, also er nimmt auf den Galileo gegen Kirche-Prozess. Also es ist quasi ein sehr langer, gut recherchierter Blogtext oder so quasi. Ja, oder wie wenn es halt deinem Physiker... Kennt ihr James Michener? Den Autor? Den habe ich immer gern gelesen. Der hat immer sehr dicke Bücher geschrieben, die immer in einer Region waren, und er hat die Geschichte dieser Region in fiktiver Geschichte erzählt. Mhm. Eins meiner Lieblings... Und zwar durch die Jahrhunderte, Jahrtausende teilweise. Also da ist ein... mein Lieblingsbuch ist ein dicker Zweiteiler, das ist Die Quelle, und spielt auf dem Gebiet des heutigen Israel, und es geht von Steinzeitglauben über die ersten Siedlungen, über wie sich die Natur, der Glaube, also es ist der Glaube, ist natürlich sehr zentral, und das zentrale Element ist tatsächlich eine Quelle, um die immer eine Stadt gebaut wird und dann die nächste Schicht und die nächste Schicht. Also er macht so quasi umgekehrte Archäologie in Fiktion. Er baut Schicht auf Schicht auf Schicht und kommt dann irgendwann in der Gegenwart an. Und das gibt's auch über die Karibik und wo halt auch die Leute mit ihren Holzkanus plötzlich auf die nächste Insel paddeln, und dann hast du plötzlich die Geschichte von Kuba bis zum Fidel Castro und so. Also, und das finde ich so, deswegen habe ich gefragt, weil ich fand diese Geschichte so faszinierend. Ich weiß jetzt nicht, wie gut das recherchiert war. Für mich war das einfach gute, du hattest einfach so Mini-Bücher, weil einfach die Epochen
immer gewechselt haben, aufeinander aufgebaut sind und der Gott, an dem der Baal, an den die vor zwei Kapiteln geglaubt haben, ist drei Wochen später immer noch da, hat sich aber so oder so verändert. Mhm. Der Ort hat sich so und so verändert, wo diese Lehmhütten stehen und so weiter. Also, und das ist eben dieses, soll auch ein bisschen natürlich jetzt aufbauen, was, wenn dort so Religionskonflikte heute, ja, also wie das so damals schon Religionskonflikte gab, nur halt wegen Naturgöttern oder was auch immer. Also das kann ich nur empfehlen, die Quelle von James Michener. Und dann auch die Karibik, das sind meine zwei Lieblinge. Und dann gibt es noch einige andere, die auch genau dieses Konzept haben und die bei meinen Eltern im Regal gestanden sind und die ich als Kind und als Jugendlicher eigentlich sehr, sehr geschätzt habe. Die, wie gesagt, davon die Quelle, ist, glaube ich, das massivste Werk. Also dieses Taschenbuch ist jetzt so zwei Finger dick und die Quelle ist noch dünner geschrieben, noch dünnere Seiten und davon und noch einen Finger dicker und davon zwei Bücher. Also da liest man schon einen Sommer lang. Kann ich nur empfehlen. Die Quelle. James A. Michener. Na, ich glaube, gut recherchiert ist schon, aber das, was mich halt ein bisschen gestört hat, war dann die wirklich interessanten Fragen, zum Beispiel, dass wie in Spanien die Inquisition sehr stark war, hat sie gewisse wissenschaftliche Bücher auf den Index gesetzt, die haben nicht ins Weltbild gepasst, der herrschenden katholischen Lehre, und dadurch ist dann der wissenschaftliche Output in Spanien runtergegangen. Mhm. Aber gleich für Jahrhunderte. Und ja, auch beim, zumindest ist er dokumentierte. Ja, ja. Und was Ähnliches ist passiert, wenn dann gewisse islamische Herrscher an die Macht kommen sind, also wo es vorher Zentren der Wissenschaft gegeben hat, die weit voraus waren, und dann waren da religiöse Richtungen zu dogmatisch und dann ist der wissenschaftliche Output gesunken und auch haben die Europäer schon längst Fernrohre gehabt und die wurden in der islamischen Welt nicht benutzt zur Sternbeobachtung, obwohl sie Observatorien gebaut haben sogar noch, aber es war halt, also war nicht ein Zentrum der wissenschaftlichen Forschung, also wo es dann so in die politische Richtung reingeht, und das hätte mich dann interessiert, da mehr darüber zu erfahren, aber das wird dann nur sehr kurz angerissen und dann geht es wieder. Das ist halt der Physiker und kein Historiker. Ja, wahrscheinlich. Obwohl die Fragen, die du gerade gestellt hast, waren jetzt eher historische und politische, und ja. Gesellschafts-. Ja, ja. Wahrscheinlich ist da mein Interesse mehr in die Richtung. Ja. Er ergeht sich mehr drüber, also was man mit einer Sonnenuhr misst und mit diversen anderen historischen Navigations- und Beobachtungselementen und wie das wissenschaftliche Element, zum Beispiel das Fernrohr, dann wieder, das man gemacht hat, um besser beobachten zu können, und dann wieder die Wissenschaft vorantreibt und dann wieder die Mathematik. Ich glaube, das könnte man über jede wissenschaftliche Disziplin, also ich könnte mir vorstellen, gerade auch in der Chemie spannend von tatsächlichen Alchemisten, dass sicher sehr spannende Geschichten zu erzählen gibt. Aber ich würde es eben eher lieber als Geschichte hören. Als ich glaube, das ist dann auch für mich, jemand wie mich, ein bisschen leichter zugänglich. Ich habe einen ganz anderen Zugang. Ich würde es nicht über Geschichten machen, solche Sachen, sondern über konkrete Sachverhalte, die wir im Alltag haben. Also wir sitzen hier alle auf Sesseln und wundern uns nicht darüber, dass wir nicht durch den Sessel durchschmelzen. Mhm. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, wenn man sich das genau überlegt. Wir würden uns auch auf einen Glassessel setzen, wenn der stabil genug ist. Der wird auf einer Bierflasche balancieren. Da hat man schon ob das so gescheit ist. Hätte man auch noch Vertrauen dazu, obwohl ja Glas bekannterweise kein Festkörper ist, sondern ein Glas, also in letzter Konsequenz eine Flüssigkeit. Und wenn man nur lang genug wartet, fließt die auch weg. Nicht? Und solche Geschichten. Dann trink schnell dein Bier aus. Genau. Kann man ganz bei Kirchenfenstern beobachten. Kann man auch bei großen Schaufenstern bei alten Geschäften schon beobachten. Das reicht auch. Ja. Also wenn so 30, 40 Jahre alte große Scheiben, da sieht man schon, dass die unten dicker sind als oben, weil es fließt und solche Sachen. Aha. Interesting. Ja, also es gibt für Physik, die spannend ist. Darum habe ich es auch studiert. Das war ein Physiker, Stefan. Ich hoffe, du hast Freude an dem Buch. Ich hoffe auch. Ich hoffe auch. Vielleicht. Mal schauen, wie weit es du heute noch. Ich glaube. Sonst empfehle ich aber andere Bücher. Ja, wenn wir schon bei historischen waren. Eine kurze Geschichte der Zeit. Eine kurze Geschichte der Zeit? Ja, das ist gut. Um Stephen Hawking. Ja. Das ist ganz okay, nicht aufregend, aber es kann man. Habe letztens gesehen Manhattan, die Serie über das Manhattan Project. Ah, so. Angewandte Physik, genau.
die hat leider nur zwei Staffeln gehalten, also faszinierend einfach aus mehreren Perspektiven, weil die bauen da eine Stadt ins Niemandsland. Im Krieg. Im Krieg, ja, weit weg von den Küsten. Und dann gibt es diese zwei verschiedenen Gruppen, die eine Gruppe, die eine Kanone eigentlich baut, und die Implosionsgruppe, die stiefmütterlich gerade noch existieren darf und sich durch irgendwelche, also da wird es dann jetzt Fiktion, die dann irgendwie sich quasi mit, quasi muss teilweise illegale Methoden anwenden, damit sie zu ein bisschen Material kommt und ein bisschen Plutonium kriegt, und dann passieren wieder Unfälle, und dann haben die aber alle ihre Frauen mit, und die Frauen leben dabei in dieser Ding, und der Chef der Implosionsgruppe, dessen Frau ist viel gescheiter als er eigentlich, nur halt Botanikerin, und hat dort in der Wüste halt echt nichts zu tun. Ja. das ist halt auch wieder so Physik, die ich gerne, wie ich es erzählt haben möchte. Ne? Das war so das Beispiel. Das ist eher eine historische Serie? Nein, es ist schon eine Dramaserie, aber also es geht auch viel um die, und ich meine, die Figuren sind jetzt nicht alle. Ich meine, natürlich ist Herr Oppenheimer vorhanden, ja. Aber ich kann das jetzt nicht einordnen, ob das so war und wie das auch war mit den zwei davon, Projekten. Und es gab ja auch diese alten Filme mit den Projekten. Aber ich meine, ich kann diese Serie nur empfehlen, und sie ist auch auf österreichischen Netflix sogar, beide Staffeln, weil ich kann mich erinnern, vor zwei Monaten oder so kam die zweite Staffel und ich in einem Sitz angeschaut, weil ich gerade vorher die erste Staffel gesehen habe, und es ist wirklich hervorragend und wirklich schade, dass das nicht weiterging. Ist das ein abruptes Ende oder geht es wenigstens? Naja, die bringen es zu einem halbwegs logischen Ende, das mit dem unter Anführungszeichen positiven Ende, dass sie es schaffen, das Ding zu bauen, und gerade, und sie verpacken es, und eine von dem Cast wird die Projektleiterin des Abwurfs quasi, die beginnt jetzt zu verpacken und auf die USS Indianapolis zu, das wird dann so erwähnt, aber das, ja, und wer lieber was Autobiografisches aus der Zeit und aus der Gegend lesen will, vom Richard Feynman, Sie belieben wohl zu scherzen, Mr. Feynman. Erzählt er da einige Geschichten rund um dieses Projekt, was sich da alles so abgespielt hat, wie sie auch selber ausgebrochen sind, damit sie einen netten Abend verbringen können mit der Family und so weiter. Ganz nette Geschichten. Ihre Security. Ja. Absolut. Und das ist eine militärische Stadt, ne? Militärisch organisiert, aber ganz viele Zivilisten, auch die Wissenschaftler, die jetzt mit dem Militär eigentlich in logischen Konflikt stehen müssten, ne? Mit einem moralischen Konflikt, ja. Vor allem moralischen Konflikt, aber auch dann trotzdem alle Patrioten sind. Immer so wahnsinnige indische Zitate dann rausgehauen, irgendwie zu dieser Zeit raus. Der Oppenheimer Darsteller, der macht das sehr gut. Okay. Es sind überhaupt einige sehr gute Darsteller. Ich möchte hervorheben den John Benjamin Hickey, heißt er, den ich noch nirgendwo vorher gesehen hatte. Inzwischen habe ich ihn in ein paar Folgen The Good Wife gesehen. Da spielt er einen Gründer oder den Chef eines fiktiven Googles. Und er ist halt 50 oder so, aber halt immer mit seinem Kapuzenpullover im Gerichtssaal die ganze Zeit. Und er ist null Respekt vor Autoritäten und so. Und er ist der siebtreichste Mann der Welt quasi und muss die ganze Zeit da im Gerichtssaal sitzen, weil ihn jeder verklagt und so. Also, cool. Und das ist eine tolle Rolle, und das war eben auch vor dem Manhattan Project, glaube ich. Der spielt eben diesen den Leiter der Implosionsgruppe, der quasi das straight verfolgt, und ja, natürlich driften diese Serien dann oft ab, also irgendwer muss immer wahnsinnig werden und irgendwer muss mit irgendwem schlafen, was er nicht hätte sollen, und solche Dinge halt. Das ist halt Dramaserie, ja. So Doku ist es keine. Ja. Und grandios. Halt so zwei Staffeln, ja, ist ja zweimal 12 Folgen. Das geht. Ist schon spannend und auch sehr viel moralische Konflikte, ne? Und die Leute wollen das unbedingt, und wie sie sich das rationalisieren, da jetzt möglicherweise 200.000 Leute auf einmal auszulöschen, ja. Und dann auch dieser fiktive Wettkampf mit Heisenberg auf der anderen Seite, ja, die reden immer, den siehst du nie, einmal, glaube ich, machen sie einen kurzen Schwenk nach Deutschland. Sie hören immer nur. Sie wissen nicht, was wahr ist. Ist Heisenberg schon viel weiter hinten? Solche Dinge, ja. Also so ein fiktiver Wettkampf, gegen den sie da, oder nicht fiktiv, schon Wettkampf, gegen den sie da antreten. Aber gar nicht wissen, sind wir vorn, sind wir hinten.
Also stell dir mal vor, so ein Rennen vor, ja. Mhm. Du weißt nicht, ob du vorne oder hinten bist. Ja, wenn wir schon bei historischen Fakten sind. Die Mondlandung wurde ja von Stanley Kubrick gedreht. Natürlich. Ja, alle. Das war ja auch ein Wettrennen zwischen Russland und Amerika. Aber ich habe jetzt einen Film gesehen, der zeigt, das war überhaupt nicht so. Also wurde nicht von Stanley Kubrick gedreht. Es war nämlich in Wirklichkeit so. Es geht um den Film Moonwalkers, warum ich vorher gemeint habe, dass das aus Frankreich stammt, ist auf die Tatsache zurückzuführen, dass er die Regie führt. Antoine Bardou-Jacquet und es spielt mit der Ron Perlman, mhm, den man kennen könnte als Hellboy. Ist das der? Ja. Genau. Oder dann, als Sons of Anarchy, ja, Motorrad-Gang-Chef oder so. Amazon hatte die Serie Hand of God. Ja, da habe ich nur die erste Folge gesehen. Genau. Dann Pacific Rim hat eine kleine Rolle gehabt für die, ich so, also die nerdigeren Sachen. Ja, was hat er noch? Blade 2. Ja, einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Blade 2. Ja. Ist auf jeden Fall eine sehr, wenn man das Gesicht sieht, kann man sich's einbrechen, einprägen. Ja, aber der Film, der Film stammt aber tatsächlich Country, ist United States. Worum geht's in dem Film, ja? Ron Perlman spielt einen amerikanischen Agenten zur Zeit der Mondlandung, der ziemlich mitgenommen ist vom Krieg und ein ziemlich traumatisierter Mensch ist. Und er bekommt den Auftrag von der amerikanischen Regierung, für den Fall, dass die Mondlandung schief geht, einen Film in England anfertigen zu lassen von Stanley Kubrick, der eine fiktive Mondlandung zeigt. Sodass, wenn es gut geht, zeigen sie die echte Mondlandung. Wenn es schief geht, haben sie als Backup den Stanley Kubrick-Film. Mhm. Dieser Agent fährt nach England und soll dort seine Kontaktperson, die ihn an Stanley Kubrick heranbringen soll, so einen Studiochef oder einen Produzenten, glaube ich eher, dort treffen, fährt auch dorthin, trifft aber im Büro dieses Produzenten nicht den Produzenten selbst an, sondern dessen Cousin, der seinerseits ein erfolgloser Manager einer Hippie-Band ist und große Geldprobleme hat und eigentlich zu dem Zeitpunkt, wo dieser Agent in das Büro kommt, eher so die Geldlade seines Produzentenfreundes, seines Verwandten da aufbrechen möchte. Aber er wittert dann richtig, dieser Manager, dieser erfolglose Verschuldete, eine Gelegenheit und sieht nur den amerikanischen Agenten mit dem Geldkoffer und dass er Stanley Kubrick treffen möchte und ja, es geht um ganz Wichtiges und er sagt, na klar, das machen wir doch. Ja. Und verabredet sich mit diesem amerikanischen Agenten in einem Hotel und sie treffen sich auch dort und dieser Manager nimmt einen ebenso erfolglosen Schauspielerfreund mit, der Stanley Kubrick spielen soll. Weil Amis ja nicht wissen, wie der ausschaut. Richtig. Und viel weiter will ich jetzt nicht erzählen. Es entwickelt sich dann natürlich weiter. Der Goldkoffer geht verloren und es muss aber trotzdem dieser Film produziert werden. Und das wird dann in einer großen Hippie-Enklave versucht zu realisieren. Gleichzeitig wird ein doppeltes Stil getrieben, weil eigentlich will die Band ein Rockvideo drehen. Das versucht der Manager unter einen Hut zu bringen. Und was man hat, ist eigentlich für die Laufzeit. Zeit, also ich habe mir das Wochenende angeschaut, eine wirklich verbindliche Zeit. Und da sage ich auch, obwohl er eigentlich ein paar Schwierigkeiten hat, also ich persönlich, das ist auch so ein persönlicher Geschmack, ich tue mir schwer so mit Drogenhumorfilmen. Das geht für mich oft, das nervt, wenn es auch nur so gezeigt wird, als Spaßmittel um sich selbst dreht, dann funktioniert das bei mir meistens nicht. Und da ist der Ton aber ziemlich gut getroffen. Und natürlich, es kommen noch so Klamauk-Stückchen und Drogen spielen auch eine Rolle. Aber der Film hat einfach, bringt das gut rüber und erzählt das schön. Und es dreht sich nicht nur um diesen Drogenklamauk, sondern es gibt genügend Wendungen und es kommt dann auch noch, dadurch, dass eine dritte Partei diesen Geldkoffer möchte, auch zu ein paar schönen handfesten Schießereien, die sind schon so fast so ein bisschen Guy Ritchie-mäßig sind. Also das wird auch schön gezeigt, das wird schön in Szene gesetzt. Na, also gerade der Film, obwohl ich ein paar innere Widerstände dagegen habe und jetzt nicht sage irgendwie so, wow, ist mein neuer Lieblingsfilm, das war einfach für die Zeit, wo wir da jetzt zu dritt geschaut haben und einen Abend verbracht haben, war das echt, echt wirklich vergnüglich. Und die Prämisse ist einfach. Das ist aber ein Film, keine Serie. Das ist ein Spielfilm. Ein Film, okay. Genau.
2015 rausgekommen. Die kann man sich total anschauen. Ja. Ja. Das war's auch schon. Ich habe noch was. Stefan. Dann empfehlen wir noch die Maus am Mars, oder? Als Abschluss. Ja, besonders die Melodie von Maus am Mars. Bitte? Besonders die Melodie von Maus am Mars. Ja, die ist besonders bezaubernd. Worum geht es bei der Maus am Mars? Dass eine Maus am Mars lebt und dort diverse Erlebnisse hat. Zum Beispiel nicht immer genug so... Kartoffeln pflanzt, oder? Nein, so Lakritz-Zuckerstangen, die sind manchmal dann aus, nicht? Das ist manchmal ein Problem. Auf so Planeten so im Kreis. Ja. Kennst du ja nicht die Maus am Mars? War eine Zeichentrickserie aus unserer Jugend. Ja. Echt bezaubernd, kann man. Ich kenne nur die Sendung mit der Maus. Aber es ist die nächste Generation schon auch. Mickey Maus. Ja. Ja, aber weil halt die nächste Generation meistens die oft auch die Serien präsentiert bekommen, die die Eltern schon gern gehabt haben. Deswegen auch Baba Baba, glaube ich auch nicht. Das war schön, ja. Baba Baba. War super, ja. Aber okay, Maus am Mars. Ja, ist absolut eine super Sache. Ja. Okay. Ja, wenn man heute einen Tag vorher gehabt hat. Zum Entspannungsfernsehen. Gut. Jo, dann sage bis nächsten Dienstag. Und wahrscheinlich eh wieder in der Zypresse. Wenn es, ja genau. Wenn es nicht so schön wird. Genau. Und der Mond ist aus Gouda. Gouda. An dieser Stelle bitte einen Feedback-Aufruf. Wir haben nach wie vor unser super tolles Google Forms Feedback-Formular, aber es hat schon seit Wochen niemand mehr gefeedbackt. Bitte. Tut uns doch bitte, bitte wieder mal. Wir Feedback nehmen auch gemeines Feedback. Ja. Ja, wir freuen uns schon mal. Ich bin schon resigniert. Ja. Ja. Also, bis dann. Ciao. Ciao.